Wir sind ein Individuum auf zwei aufgeteilt. Und wie das halt so ist in einer vernünftig funktionierenden Kultur wie unserer, erledigen die Frauen die körperliche Arbeit und die Herren sind eher etwas verkopft. Weil zusammen gibt verkopft und körperlich eine Einheit, die Einheit, nach der wir alle streben sollten. Ach, das haben wir sehr schön gesagt. Natürlich haben wir das sehr schön gesagt. Also, wir haben zwei Leute, die auf jeden Fall einen sehr guten Grund haben, miteinander unterwegs zu sein. Und ich würde ganz kurz am Anfang, wenn wir schon über Charaktere reden, eben auch über einen Teil des Systems reden, der es ermöglicht, eine Gruppe direkt mit Beziehungen miteinander zu verbinden. Und wo man sich quasi auswürfeln kann für die Klasse, die man ausgewählt hat, beziehungsweise den Pfad, sich anzuschauen, wie kann man mit einer anderen Person in Kontakt gekommen sein und inwiefern ist mit der speziell verbunden. Ich weiß zum Beispiel, dass der Charakter von Umbreon ein Glaive who rides the lightning, er ist Glaive und reitet auf dem Blitz, dass der ausgewürfelt hat, dass du eine Person, die eng mit dir vertraut ist, mitnehmen kannst, wenn du diese Fähigkeit anwendest, also dich mit Elektrizität durch die Gegend bewegst. Welche Person hier vor Ort wäre das denn? Aber diese Fähigkeit, die hat man noch gar nicht auf Stufe 1. Trotzdem musst du eine auswählen. Genau. Wer fühlt sich denn berufen? Wahrscheinlich wird das dann wohl Jim sein, weil die anderen kennen sich ja schon sehr gut von sich selbst Jim. aus. Jim. Gut. Der Jim. Okay. Den Namen muss ich mir mal aufschreiben. Florian Ist sagte er mir, deiner? er spielt einen Jack namens Jim Walker. Und habe ich Nico gesagt, als er fragte, was soll ich eintragen, schreibt Jim, aber so blöd, wie es dir irgendwie du es dir einfallen oder vorstellen kannst. Deswegen Hat er ist daraus geschafft. Jim geworden. Ja, ich wollte nicht Johnny Beam heißen, das wäre dann zu blöd gewesen. Gut. Hast du auch bei dir ausgewürfelt vom Hintergrund her, ob du spezielle Personen hast oder auf eine bestimmte Art und Weise auf jemand getroffen bist, Florian? Tatsächlich habe ich den Hintergrund auswürfeln vergessen. Mist. Dann können wir das auch frei bestimmen. Das ist ja immer nur ein Vorschlag. Kennst du eine von den anderen Personen auch schon länger oder auf spezielle Art und Weise? Ich meine, offensichtlich hat ja der Charakter von Umbreon irgendwie eine besondere Beziehung zu dir, Josnik. Oder ist das Josnik oder Josnitsch? Joschnick. Josnik. Ach, genau. Beide Varianten waren falsch. Das ist okay, das passiert den meisten. Gut. Also hat Joschnik in irgendeiner Form eine Bindung zu Jim? Auch die kann natürlich auch zufällig sein und die habt ihr erst irgendwie, als ihr aufeinander getroffen seid, dann irgendwann auf einmal bemerkt. Genau, bei Aber den vielleicht anderen kennt ihr euch ja tatsächlich länger. Background-Sachen hatte ich, du arbeitest als Leibwächter für einen anderen Spielercharakter. Oder, also ich habe zweimal gewürfelt, weil ich dachte, wenn das eine nicht passt, das andere war, einer der anderen Spielercharaktere ist dein Geschwister und passt auf ihn oder sie auf. Als Connection. Möchtest du einen Leibwächter oder möchtest du ein Geschwister, Florian? Da ich Erkunden von finsteren Orten habe, würde ich tatsächlich einen Leibwächter bevorzugen. Dann bin ich dein Leibwächter. So Oh, soll und es da haben sein. wir, glaube ich, da haben wir auch einen Klink, wie wir dazu kommen, weil Erkunden von dunklen Orten ist auch mein Fokus. Ah, unser Sehr gut, Fokus. sehr gut. Unser Fokus, Entschuldigung. Das heißt, jetzt sagen wir mal so, dann haben wir jetzt zumindest relativ schnell zusammengestellt, diese Gruppe besteht aus einem Individuum und zwei normalen Personen. Zwei Dividien. Zwei Dividien, Ja. die mehr oder weniger die gleichen Vorhaben haben. Ihr erkundet Mysterien der Vergangenheit, die meistens irgendwo tief in der Dunkelheit verborgen sind. Und weil der eine ein bisschen ängstlich ist, hat er sich auch noch einen Leibwächter mitgenommen. Jemand, der gut zuschlagen kann, ein paar exotische Waffen dabei hat und mit Elektrizität besonders begabt ist. Korrekt? Das ergibt durchaus Das Sinn, ja. passt doch. Dann, jetzt nur noch einmal kurz durchgehen und vorstellen. Wir sind an dem. Entschuldigung, manchmal schreiben die Leute seltsame Dinge in den Chat, wie zum Beispiel, ich bin eine Indivier. Nein, ein. Individuum. Ein Individuum Du bist ein Individuum. und dann haben wir ein Dividuum. Zwei von den Leuten, von den Spielern hier, und die sind dann ja tatsächlich Personen, die auch getrennt existieren, sind ein bisschen durchgedreht, würde ich mal sagen, beim Erstellen ihres Hintergrunds. Und deswegen haben wir zwei aneinanderhängende,
manchmal auch ineinander hängende Dividien, die erst zusammen eine vollständige Person bilden. Aber die sind nicht normalerweise miteinander verschmolzen, also zumindest zwei Körper, die unterwegs sind. Oh, könnt ihr Fusion? David spielt Ar. Ar ist ein Nano. Worauf hat sich dieser Nano denn spezialisiert? Ar kennt sich gut aus mit Numenera, Artefakten und Pilzen. Mhm. Und wandert in der Welt umher, um für seinen Heimatclan wertvolle Dinge nach, für unseren Heimatclan wertvolle Dinge nach Hause zu bringen. Und es ist vielleicht noch erwähnenswert, dass ich eine Abstoßung mit einer anderen Person habe, weil eine andere Person mich leider daran hindert, mit Maschinen zu sprechen oder mich zumindest dabei stört. Wenn sie zu nah bei mir ist, ja. Und ich fürchte, das ist Joschnik. Das würde es ergeben, weil ich habe elektrische Finger und so, ja. Ganz genau, ja. Das macht ihr Sinn. Ihr seid trotzdem wertvoll für uns, macht euch keine Sorgen. Außerdem muss man euch armen Individuen ja ab und zu mal unterstützen. Das andere Dividuum, gespielt von Katrin. Was ist Inn für eine Wesenheit, die Glaive? Inn ist das natürlich vollkommen passende Gegenstück zu A. Eine Glaive, die tatsächlich dunkle Orte erforscht, weil unsere Aufgabe ist, Dinge zu finden, die wir mitbringen können. Unser Teil ist mehr oder weniger der Muskel unseres Individuums. Und um den Muskel noch effektiver zu machen, macht das Gehirn Dinge an dem Muskel, damit er ein wenig effizienter wird. Okay, das vielleicht erleben wir das im Laufe. Ich will gar nicht genauer nachfragen, aber möglicherweise wird sie ausgespielt. Dann haben wir Florian, der spielt einen Jack namens Jim. Das haben wir ja schon geklärt. Der auch nach dunklen Dingen sucht. Richtig, aber mehr aus der Tatsache heraus, dass man immer ein paar Münzen in der Tasche haben muss. Und wenn man die sich geliehen hat, dann muss man sie zurückbezahlen. Ja, ich bin auch elegant, also ich bin flink unterwegs und normalerweise auch drittsicher. Mhm. Und warum ich einen Leibwächter dabei habe, könnte vielleicht nicht nur mit den Orten sein, die ich in dunkler Finsternis besuche, sondern auch den ich vielleicht ein oder zwei Artefakte unterschlagen habe, was halt so vorkommt. Verstehe. Wenn man es selber besser brauchen kann. Und dann haben wir noch mit Umbreon Jeschnik, jetzt habe ich es raus, den Glaive, der über Elektrizitätskräfte verfügt. Du bist stumm. Entschuldigung. Jeschnik hat ein echtes Problem mit Geräten, das ist nicht gut. Genau, offensichtlich diese elektrische Aura, die ich habe, macht es echt problematisch. Genau, Jeschnik ist ein echt zäher Typ und ja, er ist trainiert im Kampf mit allen möglichen Waffen natürlich und so. Und stammt eher sowas, würde man sagen, so eine Art Techno-Barbaren-Stamm ab, könnte man sagen. Mhm. Und das heißt, sie haben zwar Technologie, aber sie wissen nicht genau, wie sie funktioniert. Sie ist so inhärent. Sie haben ihn wahrscheinlich auch deswegen eher in die Welt hinausgeleitet von ihrem Stamm, weil er, wie gesagt, mit einer Gabe offensichtlich geboren ist, die er manchmal kontrollieren kann, manchmal nicht, wo ja Elektrizität aus seinen Fingern kommt oder eben in seiner Gegenwart sich Dinge statisch aufladen. Und dass dann natürlich doof ist, wenn man nicht weiß, wie man so ein Ding reparieren kann, irgendeine Gerätschaft, aber es dann ausfällt, wenn er in der Nähe ist. Und und er hat sich dann halt entsprechend als Leibwächter und Beschützer von mehreren Karawanen, das war auch sowas, was ich schön irgendwie ausgewürfelt hatte, verdingt und ja, ist dann irgendwann entsprechend auf Jim gestoßen, der ihm wahrscheinlich eine gute Bezahlung versprochen, aber mit Sicherheit noch nicht ausgezahlt hat. Okay. Nicht wahr? Da müssen erst nochmal ein paar andere Artefakte verschwinden. Ganz kurz für die Leute, die jetzt sich denken, das sind sehr weirde Charakterkonzepte. Was machen wir hier eigentlich? Was spielen wir? Numenera ist ein
Rollenspiel, das auf einem sehr, sehr einfachen W20-System basiert. Das hier ist die sexy, limitierte Hardcover-Version, die im Crowdfunding damals produziert wurde. Und spielt 1 Milliarde Jahre in der Zukunft. Die Menschheit ist wieder da. Zwischendurch war sie ausgestorben. Und man nennt diese Welt auch die 9. Welt, weil zumindest irgendwo vage im Bewusstsein der Leute verhaftet ist, dass es 8 andere riesige Zivilisationen gab, die teilweise die Sterne bereist haben, teilweise von den Sternen kamen oder aus Parallelwelten. Und die sind alle untergegangen. Und die 9. Welt sind jetzt größtenteils Personen, die nicht wirklich verstehen, was um sie herum vorgeht, aber die irgendwie die Überreste dieser Zivilisation nutzen können. Und es gibt grundlegend, wenn man sozusagen Numenera Vanilla spielt und nicht irgendwie aus dem Cypher-System oder aus Erweiterungen noch Klassen importiert, 3 Klassen, die wir hier auch alle vertreten haben. Glaive sind die Leute, die vor allen Dingen kämpfen können. Jax sind die Jack of all Trades. Das sind diejenigen, die sich auf die verschiedensten Dinge spezialisieren können oder in allen Dingen gleich gut sein können. Das sind häufig Leute, die Lehrer sind oder Forscher, aber nicht so esoterisch wie dann die Nanos, über die wir gleich reden werden. Das sind so klassische, allanpassungsfähige Abenteurer ein bisschen und können sich jeden Tag neu entscheiden, unter anderem auf welchen Skill sie spezialisiert sein wollen. Und dann haben wir noch die Nanos. Nanos sind die Leute, die vor allen Dingen mit den überlebenden Maschinen dieser 9. Welt reden können und die mit einer ganzen Reihe von existierenden Informations- und Energiefeldern interagieren können, die es ihnen ermöglichen, Kräfte zu verwenden, die auf Leute, die nicht verstehen, was dahinter steht, und das sind 99,99% der Menschheit, wie Magie wirken. Das heißt, es fühlt sich vom Spielen her oft an wie Fantasy, ist aber Far Future Science Fiction und funktioniert daher von der Logik auch manchmal ein bisschen anders. Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr schräg. Und wichtig ist, dass man auch Artefakte und Gegenstände hat, die man regelrecht durch die Gegend werfen kann. Das Cypher-System, das die grundlegende Engine ist, die aus Numenera heraus entstanden ist, für die es aber inzwischen auch andere unabhängige Spiele gibt und vor allen Dingen auch ein allgemeines Universalsystem, das sich daraus entwickelt hat. Das beruht auf der Tatsache, dass es Cypher gibt. Das sind kleine technologische Spielereien, die einmal funktionieren und nur einmal. Und die soll man auch einsetzen, weil man kriegt permanent neue. Und jeder Charakter hat ein Maximum davon, wie viele dieser Gegenstände sicher mitgeführt werden können. Je mehr man über diese Grenze dabei bei sich hat, desto gefährlicher wird das. Die interagieren nämlich miteinander, weil seltsame Strahlungen oder Chemikalien oder Energiefelder dann einfach sich kurzschließen gegenseitig oder miteinander anfangen, brodeln zu kochen und heiß zu werden. Und es gibt da eine unglaublich unterhaltsame Tabelle, auf die man würfeln kann, wenn Leute zu viele Cypher bei sich haben. Und eins der Ergebnisse, beziehungsweise mein Lieblingsergebnis definitiv ist, es bildet sich für einen Bruchteil einer Sekunde eine kleine Singularität und verschluckt dich und alles um dich herum. Ende. Also nicht empfehlenswert, zu viele Cypher mit sich herumzuschleppen. Und es wurde ganz kurz gefragt, sind die Charaktere immer so vernetzt? Das ist natürlich nicht zwingend. Man kann seine Gruppe auch, sag ich mal, auf sehr klassische Art und Weise erstellen und dann überlegen. Aber Numenera bietet eben an, dass man auswürfelt, wie die Leute sich kennengelernt haben und welche die Beziehungen untereinander sind. Das ist vor allen Dingen auch dafür gedacht, wenn man zum Beispiel ein Let's Play macht, wie jetzt. Oder wenn man eine Runde anbietet auf einer Convention, dann kann man den Leuten damit direkt was an die Hand geben. So, ihr kennt euch, ihr arbeitet zusammen. Das sind eure Beziehungen, das sind eure Schwierigkeiten untereinander. Du kannst nicht mit Maschinen reden, wenn er neben dir steht und solche Dinge. Und dann hat man direkt was, was die Interaktion zwischen den Charakteren befördert, weswegen ich das gerne mag, wenn wir schnell Starts hinlegen. Was wir heute spielen werden, ist jetzt auch schon eingeblendet, das Cover. Wir werden ein Abenteuer spielen aus Weird Discoveries. Und Weird Discoveries ist eine Sammlung von 10 Abenteuern, die man spielen kann, ohne sie vorher gelesen zu haben. Also die Spielleitung muss sie vorher nicht gelesen haben, ist die Idee dahinter. Ich gebe zu, ich habe es gelesen. Aber trotzdem, es soll mit einem Minimum an Vorbereitung möglich sein, das Ganze zu leiten. Und das werden wir jetzt auch mal ausprobieren. Und wir spielen ein Abenteuer daraus namens Mother Machine, Muttermaschine. Dafür seid ihr in einer relativ von allen existenten Göttern, Geistern, anderen Entitäten verlassenen Region des Beyond unterwegs. Also in einer Gegend, die weniger zivilisiert ist und in der die meisten Leute in so kleinen Enklaven leben, die häufig auch wenig vom Rest der Welt mitbekommen. Viele davon liegen um mehr oder weniger eine Forschungsstation herum, weil häufig das Samenkorn
aus dem dann so eine Siedlung erwächst oder das Sandkorn, um das sie herum sie sich kristallisiert, eine Gruppe von Forschern ist, Aeon-Priester oder andere Art. Aeon-Priester sind tatsächlich eine Kirche von Forschern und Intellektuellen. Und viele davon haben sehr starke Eigenheiten, lange isoliert und haben sich darauf spezialisiert, in dieser abgefahrenen und gefährlichen Region zu überleben. Und ihr seid dort unterwegs, weil ihr einem Gerücht bzw. einem Hinweis folgt, dass in der Nähe eines Ortes namens Dirus eine ausgesprochen seltene Maschine existieren soll, die von allen Leuten nur immer als die Muttermaschine oder die Schöpferin bezeichnet wurde. Das heißt, ihr versucht, euch Dirus zu nähern zu diesem Zeitpunkt, was gar nicht so einfach ist, den Überblick zu behalten. Ihr seid in einer Region, die ziemlich ausgetrocknet ist und die vielleicht irgendwann mal Meeresboden oder etwas Ähnliches war. Nur dass die Schollen, die hier aufgebrochen und ausgetrocknet sind, teilweise eine halbe Meile oder mehr durchmessen und dann auf einmal an eine Kante stoßen, wo man runterklettern und auf der anderen Seite wieder hochklettern muss und Schatten darin liegt, indem sich die ganze Zeit leise knisternd irgendwelche Kreaturen bewegen oder euch Augen misstrauisch beobachten aus dem Dunkel. Und es ist auch etwas anstrengend, dann immer wieder hochklettern, die Glaives stemmen die anderen beiden Leute hoch und unterstützen sie. Wirf mich. Ihr bewegt euch auf eine sehr große Scholle drauf, habt gerade wieder mit etwas Erleichterung euch hochgestemmt aus dem tiefen Abgrund, in dem eine ganze Reihe von sehr metallisch aussehenden Schlangen sich umeinander geknollt haben. Und habt vor euch tatsächlich, seht ihr jetzt eine Straße oder einen Weg, den jemand angelegt hat. Und wenn ihr ein bisschen spät, seht ihr das da ganz rechts und da ganz links tatsächlich kleine Brückchen, diese Schollenabgründe überspannen. Ja, habt euch möglicherweise nicht aus der besten Winkel diesem Ort gelehrt. Hier stehen auch eine Reihe von Bäumen oder zumindest Gewächse, die einen hohen Stamm oder Stiel haben und die sich oben in eine grüne, wolkenartige Masse auffächern, die vermutlich Photosynthese betreibt. Also so nah an Bäumen, wie wir sie uns heute vorstellen, sind die auf jeden Fall dran. Es ist aktuell ungefähr Mittagszeit und auch recht warm in der Region, in der ihr seid. Und ihr könnt eine einzelne Gestalt ausmachen, die gerade die Scholle, auf die ihr euch befindet, auch betreten hat und in diesen Hain von baumartigen Gewächsen hinein sich bewegt. Offensichtlich noch nicht auf euch aufmerksam geworden ist. Da vorne wäre eine Brücke gewesen. Warum waren wir jetzt in diesem Loch? So wir kannten Problem mit dem Weg nicht so gut. Ja, außerdem ist Klettern der direkte Weg. Vielleicht nicht der schnellste. Wir diese Person da hinten ansprechen und ein wenig befragen, damit wir nicht noch mehr Umwege gehen. Wer weiß, ob die Straße dahin führt, wo wir hinwollen. Wo wollen wir eigentlich hin? Hey, nach du! Dinos! Du versuchst die Gestalt aufmerksam zu machen auf euch, die sich da entlang bewegt. Die schaut auf, das ist ein Mensch, würdet ihr sagen. Und männlich vermutlich auch in relativ einfacher Kleidung, mit einer Kappe, mit breitem Rand, die den Nacken vor der Sonne schützt, die jetzt etwas irritiert in eure Richtung schaut. Das ist vielleicht der Moment zu beschreiben, wie ihr aussieht, damit diese Person sich überlegen kann, wie sie auf euch reagieren möchte. Wie sehen denn unsere Individuen aus? Also wir haben rostrote Kleidung an, mit weißbläulichen Nähten da drin. Wir haben beide Undercut-Frisuren, innen ein bisschen länger als R, in denen Blitze geschnitten sind. Und das Auffälligste bei R ist ansonsten, dass wir einen Zweizack in der Hand haben und als Wanderstock benutzen. Mhm. Wir tragen als die etwas muskulösere Hälfte natürlich eine Axt mit uns, aber ansonsten wirken wir relativ harmlos. Okay. Und Jim, wie sieht Jim aus? Jim ist vernünftige funktionelle Kleidung mit einem ziemlich großen Rucksack auf dem Rücken, wo man auch ein Seil dran erkennen kann. Hier oben guckt die Bogenspitze raus von einem Bogen aus mit Umlenkrollen dran. Also sieht ein bisschen komplizierter aus. Und ein Dolch an der Seite und hat kurzes smaragdgrünes Haar.
und hat eine Brille auf, die offensichtlich ein wenig die Augen verdeckt, die komplett weiß sind. Mhm. Und Joschnik? Ja, Joschnik ist ein riesiger Typ von einem Kerl, also über 2 Meter groß, breite Schultern, trägt als Kleidung im Prinzip so ein, das sieht so ein bisschen aus wie so ein angeschweißten Panzer quasi komplett. Also wirklich von Kopf bis Fuß, das Einzige, was so rausguckt, ist quasi so wirklich das Gesicht. Und ansonsten ist das quasi komplett verschlossen. Und trägt auf dem Rücken neben einem, ja, so eine Art Reiserucksack aus so einem silbrigen Material, welches das Licht reflektiert, halt eine, ja, eine Art Stange, eine Waffe, die aber keine sichtbare Klinge hat. Wahrscheinlich etwas, was durch Energie ausgeführt wird oder sowas. Und ja, sieht ansonsten so ein bisschen fast aus wie ein Cyborg oder so, könnte man sagen, weil wie gesagt nur das Gesicht quasi zu sehen ist auch sonst. Es ist halt alles Rüstung. Aber zumindest scheint der Mann dann zu beschließen, hier sieht größtenteils aus wie Menschen und nicht so, als wäre der mit irgendwelchen problematischen Dingen behaftet, wie dass ihr dem Eisenwind begegnet wärt, der hätte dann euch in kaum unkenntliche Dinge verwandelt und ihr seid auch keine von den schon seit langer Zeit von der Hauptlinie der Menschheit abgespaltenen Kreaturen geworden, die hier teilweise ihr Unwesen treiben. Das heißt, nach einem kurzen Schreck entspannt er sich ein wenig und winkt auch in eure Richtung. Und rückt so einen Rucksack ein bisschen zurecht, den er über der Schulter trägt. Hey, yo! Kann ich euch helfen? Ja, wir suchen, wie war der Name der Stadt? Dinos. Ah, oh, Dinos nicht, aber Dirus gibt es hier. Ah, Dirus. Wir sind jetzt aber nicht in die falsche Richtung gelaufen, oder? Ich weiß ja nicht, in welche Richtung ihr bisher gelaufen seid. Ich bin auf dem Weg nach Dirus. Das ist nicht ganz im rechten Winkel zu der Richtung, in der ihr euch hier bisher bewegt habt, sondern schon ist es eine Kurve, die ihr jetzt laufen würdet. Ja, das freut mich, das freut mich. Ja, dann schließen wir uns an, oder hat jemand was dagegen? Dahin, wo du hingehst. Wir schauen uns an. Wir haben nichts dagegen. Wir sind Arryn. Die beiden bedauerlichen Einzelwesen sind Jim und Joschnik. Wie heißt du? Radan Shep. Angenehm. Da ihr offensichtlich nicht vorhabt, mich auszurauben, übrigens, ich habe auch nicht wirklich was Wertvolles dabei, könnt ihr mich gerne begleiten. Aber es bringt euch überhaupt nach Dirus. Was springt irgendjemand nach Dirus? Ich guck zu Jim. Es ist eine gute Frage. Die wenigsten Leute kommen nach Dirus. Wir sind ein bisschen. Wir sind unsere eigene Art Leute, würde ich sagen. Ja. Es ist, wie wär die nächste Stadt hier in dieser Einöde. Und natürlich Vorräte auf. Also mehr oder weniger Einöde. Also ihr habt ziemlich große Risse zwischen den Bäumen. Es wäre die nächste Möglichkeit, die Vorräte aufzufüllen und Erkundigungen über den weiteren Weg anzustellen. Das ist sicher möglich. Wahrscheinlich werdet ihr nicht lange bleiben wollen. Wir sind ziemlich langweilig. Was aber natürlich auch heißt, in den meisten Fällen sicher. Aber was niemand, der hier in der Ferne lebt, ist immer wirklich richtig sicher, oder? Das stimmt. Wir sind zudem Forscher und an allem Außergewöhnlichen interessiert. Diese Bäume da zum Beispiel, sind das Pilze oder sind das Bäume? Ich glaube tatsächlich, dass sie sind weder das eine noch das andere. Es sind Gemüse. Ah, leckeres? Ja, wenn man sie ein bisschen frischer erwischt als diese hier, kann man oben von den Köpfen Teile abschneiden und garen. Das ist ausgesprochen lecker. Hm. Ihr werdet davon noch genügend in Dirus bemerken. Möglicherweise ernähren wir uns zu einem guten Teil davon. Also, ist es auch nicht mehr weit. Er hätte das wahrscheinlich auch so oder so gefunden, auch ohne mich. Naja, wenn ihr vorher nicht auf der Straße wart, hättet ihr euch vermutlich entscheiden müssen, ob rechts oder links. Links ist richtig. Aber das wäre schon irgendwie hingekommen. Gibt es denn bei euch irgendetwas Außergewöhnliches oder Besonderes, was sich lohnt anzusehen? In Dirus? Nein. Nein. Das würde ich nicht sagen.
Ich meine, ich lebe schon mein ganzes Leben in Dirus und vielleicht ist deswegen, was für mich alltäglich ist, für andere Leute überraschend, aber ich meine, unser baumgroßes Gemüse ist eigentlich schon das Spannendste. Nur schade, wenn es in dem Zustand nicht mehr genießbar ist. Hm. Und ihr esst doch nicht nur dieses Zeug, oder? Nein, nein, wir halten auch ein paar verschiedene Tiere und haben auch andere Sachen, die wir anbauen. Und was Ärger angeht, ich meine, wir haben ein paar Jovoki hier in der Gegend. Das sind menschenähnliche Wesen, die aber schon vor langer Zeit einen anderen evolutionären Weg eingeschlagen sind. Und gerne auf Menschen Jagd machen. Und ansonsten, naja, hin und wieder mal wilde Kreaturen. Aber unser Dörfchen ist befestigt. Er ist währenddessen, er hat sich ja auch schon wieder in Bewegung gesetzt. Ich nehme mal an, ihr seid mitgegangen. Sonst hätten wir ja brüllen müssen irgendwann. Wir werden wahrscheinlich einfach im Laufen geredet haben, ja. Und es geht über das kleine Brückchen, das tatsächlich aus den faserigen Stämmen von diesem Gemüse auch gebaut zu sein scheint und was teilweise auch Stellen hat, die ein bisschen bräunlich geraten sind, wo er dann auch guckt, müssen wir wieder ausbessern. Ärgerliche Sache. Wir sind nur noch ein paar Schollen entfernt. Da vorne, ihr seht den Gemüsewald? Ja. Jelik nennen wir das Zeug. Also hinter der Menge an Jelik da befindet sich auch schon die Mauer. Ist die auch aus Jelik gebaut? Teilweise ja, wir müssen auch ständig Dinge erneuern. Wir haben hier nicht wirklich tolle Baumaterialien. Ich meine, der Boden, er stampft einmal mit dem Fuß auf. Hier ist nun mal Dritt. Und zwar nur Dritt, kaum mit irgendwelchem Stein drin. Mhm. Dritt, für alle, die es nicht wissen, ist die Bezeichnung für das Erdreich in der Zukunft, das zu einem guten Teil aus Nanomaschinen besteht, die zum Glück nicht aktiv sind. Es ist der Erdboden der Zukunft. Und an Bäumen, was Holz oder sowas hervorbringt, wächst ja auch nicht allzu viel. Also Gemüsefasern. Oh, verzeiht, ich wollte euch nicht reinreden. Nein, nein, rede kurz, Jim. Alles gut. Habt ihr darüber nachgedacht, das Gemüse zu veredeln, um das länger haltbar zu machen? Könnt ihr Schnaps draus machen? Oh. Aber man kann Alkohol draus machen, der ist nur nicht lecker. Hauptsache er ballert. Wenn ihr damit meint, dass er wirkt, ja, ich trinke ihn eigentlich nicht mehr. Aber so ist man ja unterschiedlich. Es geht noch ein Stückchen weiter und ihr nähert euch der Stelle, wo der relativ simpel angelegte Pfad dann dieses Dickicht regelrecht aus Jelik betritt. Und ihr könnt am anderen Ende tatsächlich gerade schon ausmachen, dass dort sich eine bräunlich-blasse Palisade erhebt, die auch ein Tor hat aus einem ähnlichen Material, das derzeit geschlossen ist. Und ein paar Türmchen, die darüber hinausschauen und Rauch, der dahinter aufsteigt, der davon kündet, dass dort irgendwie ein kleines Stückchen Zivilisation ist. Als ihr rechts von euch es knacken und knistern hört, als irgendetwas sich durch die dicht wachsenden Jelik-Pflanzen bewegt. Ich stelle mich sofort zwischen was auch immer da knackt und Jim. Wir stellen uns hinter ihn. Das. Und dann bricht so 20 Schritte vor euch auf einmal mit einem ruckartigen Bewegung eine Kreatur auf den Weg, die sich offensichtlich mühselig diesen Weg bisher gebahnt hat und jetzt auf einmal frei dasteht und ihren mit Tentakeln behangenen Kopf etwas irritiert schüttelt. Und ich kann euch, es gibt dafür sogenannte Shoems. Das sind Illustrationen einfach, die man dann rausziehen kann, die nur durchnummeriert sind. Das heißt, selbst wenn ich keine Ahnung hätte von dem Abenteuer. Dinosaurier? Ja. Das heißt, es ist eine Echsenkreatur, deren Kopf euch aber eher an etwas erinnert, das in einem Meer leben sollte, mit großen, runden, bläulichen Augen und unter den kürzeren Armen, die aus dem Gesicht heraushängen, seht ihr zwei längere, die auch in schmalen Spitzen enden, die darunter sich etwas freier bewegen. Die ganzen Arme, die Tentakel bewegen sich auf einmal hoch und spreizen sich. Und das Ding dreht sich langsam in eure Richtung und richtet diese Tentakel fast aus, als würde es damit eine Schale formen wollen, um besser zu hören zu können oder anderweitig besser wahrzunehmen. Wie groß ist das Ding? Das Ding geht dir locker bis zur Schulter. Okay. Ja, ich ziehe diesen Stab vom Rücken. Deutlich mehr wiegen als du. Und da du ein 2-Meter-Mann bist, ist das also für die meisten Leute schon auf Kopfhöhe. Und mit einem Klopfdruck kommt vorne quasi wie so eine Klinge raus aus diesem riesigen Stab. Also wie so eine Art helle Bade quasi, die so, ja, komisch schwarz knistert.
Warte, lass es uns erst scannen. Vielleicht ist es einfach nur verwirrt. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur gefährlich. Lass es uns doch einfach loswerden. Ich greife in eine Tasche und hole einen kleinen silbernen Stab aus, ziele auf das Tier und drücke hinten einen Knopf und ein kleines Projektil schießt aus dem Stab auf das Tier zu. Das ist ein Cypher, den Katrin verwendet. Und ich weiß, welcher Cypher es ist, weil ich ihn für Izzy ausgewürfelt habe von den gigantischen Listen, die es dafür gibt. Das ist der Herdenhüter, der jetzt diese Kreatur dazu zwingen wird, 10 Minuten lang andere ihrer Art zu suchen, zu einer Herde zusammenzuschließen und sie zu beschützen. Das Traurige daran ist, ich habe Katrin nicht gesagt, davon, wie die weitere Beschreibung lautet, ist das cool. Tier nicht natürlich, also hat das Tier nichts, was es als Herde ansehen kann, dann sucht es sich was Herde sein kann. Das heißt, das Ding richtet mit einem leisen Brummen seine Tentakel auf, der Kopf bläht sich auf und sackt dann mit einem pfeifenden Geräusch langsam wieder zusammen und dann traubt es in eure Richtung, alle seine Tentakel spinnenartig von sich gestreckt. Steht es zwischen uns und der Stadt? Ja. Treibt es uns in die Richtung der Stadt? Nein, es treibt euch nicht in Richtung der Stadt, sondern es kommt erstmal auf euch zu. Was genau habt ihr jetzt getan? Wir gehen davon aus, es sucht seine Herde. Wir sind die Herde. Am vordersten steht immer noch Joschnik, richtig? Mhm. Das Ding kommt mit einer fast, ja, für diese Art von Kreatur fast freundlichen Gebärden mit seinen Tentakeln auf dich zu. Es macht so beruhigende Wellenbewegungen damit, stellt sich vor dich auf und tippt dich dann vorsichtig mit einem Tentakel an. Was tut es? Und es stößt leise, brummende und pfeifende Geräusche aus und dann packt es dich mit ein paar mehr Tentakeln und versucht dich sanft in Richtung der Stadt zu ziehen. Ich glaube, du brauchst nicht zuzuschlagen. Wie lange hält das? Wir hoffen, bis wir bei der Stadt sind. Sage ich und gehe los. Es brummt weiter und fängt an, auf den nächsten an zu tentakeln. Ihr seht, dass das gerade an Shep einen Sicherheitsabstand von der ganzen Gelegenheit hält und sich von euch ein bisschen fernhält und das Ganze misstrauisch betrachtet. Joschnik, vielleicht ist das deine Chance, kein Individuum, sondern ein Individuum zu werden. Radan, was fressen diese Dinger? Es wäre so schön für dich. Ja, du wärst nicht mehr alleine. Die sind ausgesprochen gefährlich. Die treffen normalerweise Leute aus unserem Ort an und bringen sie um. Was habt ihr mit dem Ding gemacht? So, ich glaube nicht, ob ich das will. Und in dem Moment geht wahrscheinlich so ein Tentakel so liebkosend um seinen Hals und geht so am Ohr so vorbei. So und wir finden, das sieht gut aus für deine Chance. Wir glauben, ihr könntet sogar verschmelzen. Ich brauche ihn aber in einem Stück und nicht, was das Ding auch immer macht. Also es bemüht sich euch um euch alle vier. Und versucht euch immer wieder mit leisem Brummen und Pfeifen, es bläht dann immer wieder seinen Kopf auf und macht so ein euch irgendwie in seine Nähe zu ziehen und schiebt euch dann sanft auch immer weiter in Richtung Stadt. Wir sollten tun, was es will. Und dann eile ich tatsächlich Richtung Stadt in der Hoffnung, innerhalb der 10 Minuten da zu sein. Ich weiß, dass ich das halten sollte. Wir eilen ihm hinterher und versuchen ein wenig die Tentakel von ihm wegzuhalten. Ganz sanft natürlich. Ihr das ist sehr nett von uns. Dass die hier Angst vor den Viechern haben und wollt jetzt damit in die Stadt laufen. Erstmal Richtung. Dann sind wir weiter. Und was ist dann euer Plan? Ist, was auch immer ihr damit gemacht habt, aufhört. Und dann wird es uns wahrscheinlich alle fressen wollen. Bis dahin sind wir an den Stadtmauern und die Menschen hier werden bestimmt wissen, was man mit so einem Tier macht. Ich würde den Menschen, den wir dabei haben, danach fragen, was sie normalerweise mit so Tieren machen. Wahrscheinlich braten. Aber wir versuchen sie aus der Entfernung zu töten, weil sie explodieren, wenn sie sterben. Wunderschön. Ich hänge mir gerade im Nacken. Wir sind sehr froh, dass es gerade nicht stirbt. Ja, so etwas habe ich jetzt, ja, um ehrlich zu sein, noch nie erlebt. Aber ihr solltet wirklich vorsichtig damit sein. Euch fällt auch bei dem ganzen betentakelt werden und umhüten von euch, dass die Kreatur durchführt, auf, dass sie regelrecht zusammengesteckt wird, in dem Sinne, als dass an ihrem Hals und an dem Ansatz von ihren anderen Gliedmaßen jeweils mehrere Ringe Metall liegen, die fast wie eine Kupplung oder etwas Ähnliches erscheinen. Oh. Ich scanne das Tier mal mit meiner Fähigkeit scannen, um mehr über das Tier zu erfahren. Gut, dann wende dir doch mal an, das ist eine Nano-Fähigkeit, die kostet dich Intellektpunkte. Wie viele denn? Das sollte dabei stehen.
Oh, wenn man seinen Charakterbogen richtig ausgefüllt hat. Ich habe diesmal in vollem Vertrauen allen Leuten überlassen, ihre Charaktere selber zu machen. Ja, es steht natürlich nicht dabei. Aber ich glaube, es kostet einen. Und jetzt kommt hervorragend. Ich habe nämlich einen Edge von 1 und muss dafür nichts ausgeben. Was, glaube ich, mit dem übereinstimmt, was ich mir dabei gedacht habe. Würfle und habe überhaupt gar keine Ahnung von nichts, weil ich eine 1 gewürfelt habe. Also relativ egal, was für... Bei Numenera wollen wir hochwürfeln. Es ist ein genau. Ball. Das du haben wir gerade dich... gelernt. Wir wollen bei Numenera hochwürfeln. Ja, du versuchst dich zu konzentrieren, aber in dem Moment schiebt das besorgt handelnde Wesen dir ein Joschnik näher an dich ran und tentakelt euch im Grunde zusammen, dass ihr nicht so weit voneinander entfernt seid und du spürst, dass es wieder dieses statische Rauschen, was von dieser Person ausgeht, das dir ins Hirn sticht. Ein Eis bedeutet auch, dass ich euch blöde Dinge an den Kopf werfen darf. Nimm den Tentakel aus meiner Nase. Das heißt, in dem Fall... Das ist nicht unser Tentakel, ich schwöre es. ...leuchten auf einmal die Augen von der Kreatur kurz auf und dann ziehen sich die... Das hat nicht wirklich Lider, aber die Haut um die Augen zieht sich ein paar Mal zusammen, so als würde es zwinkern und dann lässt es euch mit seinen Tentakeln langsam los und macht ein paar Schritte rückwärts und stößt ein dumpfes Pfeifen aus. Ein verwirrtes. Sind wir jetzt alle, also sind wir alle zwischen Stadt und Kreatur? Ihr inklusive ja. Unserem Führer. Radan Shep, der sich hinter euch gehalten hat, der ist noch auf der anderen Seite. Das heißt also Radan Shep, Kreatur, ihr Stadt. Hat die Kreatur Radan, schnell auf unsere Seite. Der Raum wird gleich größer, sage ich und hole eine Paste heraus. Der Raum wird was? Fragt er und macht sich schnell hierher. Macht sich auf euch in Bewegung und das Ding schnellt herum, breitet wieder seine ganzen Tentakel und die zwei Fangenarme in alle Richtungen aus und stößt ein grelles Pfeifen aus und fängt dann an, in Richtung Radan Shep zu beschleunigen. Duckt sich einmal und springt dann vorwärts, die Tentakel ausgebreitet, um ihn zu packen. Okay. Was wollt ihr sehr, tun? Sehr, sehr schnell verbreite ich die Paste, die ich aus meinem Tiegelchen hole, auf dem Boden. Und zwar hoffentlich ungefähr in dem Moment, wo Radan auf unserer Seite ist und die Kreatur noch nicht. Also die Kreatur ist zwischen euch und Radan. Auch sie immer beschleunigt noch. Auf ihn das zu. Ist schlecht. Du kannst gerne den Boden einschmieren, aber das wird aktuell nicht wirklich viel bringen. Außer, dass ihr jetzt weiter entfernt seid von dem Ding. Nein, dann lasse ich das natürlich. Ich will den armen Radan ja nichts tun. Dann müssen wir, glaube ich, leider was unternehmen. Also, was habt ihr vor? Ihr würdet gerne eingreifen. Dann kommt jetzt der Punkt, wo wir feststellen, in welcher Reihenfolge gehandelt wird. Das heißt, ihr würfelt jetzt eure Initiative. Das heißt, ihr würfelt eine Geschwindigkeitsprobe. Das heißt nicht, dass ihr gegen euren Wert in Geschwindigkeit würfelt, sondern ihr würfelt einen W20 und versucht damit einen Wert zu schlagen, den die Kreatur hat, einen festen Wert. Aber ihr könnt Geschwindigkeitspunkte ausgeben, um das leichter zu machen für euch. Eine 3 hatte. Nein! Eine 17. Dann musst du den Würfel schon mal der richtigen Seite die Kamera halten. Eine 12. Eine 12, 19. Eine 17. Eine 15. Was hat Florian gehabt? Eine 19. Ihr seid alle vor der Kreatur dran. Der Schwellenwert wäre eine 12 gewesen. Und jetzt könnt ihr unter euch ausmachen, wer wann handeln möchte. Die Initiative wird sehr einfach gehandhabt. Bei Numenera seid ihr vor oder nach den Gegnern dran. Und dann dürft ihr selber entscheiden, wer was wann machen möchte. Ja, wir sind glücklich, wenn ihn und alle anderen vor uns handeln. Hat er die Kreatur ein Maul mal blöd gefragt? Wir waren ja gerade mehr oder weniger... drin. Ja, unter den ganzen Tentakeln ist tatsächlich ein rundes Maul, das mit mehreren krallenartigen Dornen besetzt ist, die so nach innen zeigen. Und wenn es das Maul ganz öffnet, sich so ein bisschen spreizen wie eine Hand, die aufgeht. Das Maul ist natürlich von dir aus gesehen jetzt gerade auf der ganz anderen Seite der Kreatur. Du schaust auf ihren Schweif, der hin und her peitscht, als sie beschleunigt. Und wenn du jetzt etwas tun willst, dann tu es schnell. Kann ich schneller sein als die Kreatur, mal blöd gefragt. Also ich bin ja eh schneller als durch den Würfel schon als sie, aber ich möchte sie überholen und etwas tun. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Du kannst tatsächlich einfach mal sagen, du möchtest sprinten, dann kannst du eine Probe ablegen, die auf Geschwindigkeit beruht. Und wahrscheinlich hast du mit dem Hintergrund deines Charakters darauf einen Bonus. Das heißt, das ist leichter. Normalerweise wäre der Schwellenwert hier auch eine 12, weil es nach der Kreatur geht.
und deren Stufen fast alle anderen Werte vorgibt. Die Stufe ist 4 mal 3. Es wird immer in Dreierschritten gemessen, bei Numenera ist 12. Aber wenn du halt besonders schnell bist und geübt bist, darin zu rennen und zu sprinten, würfelst du nur gegen einen 9, also einen Dreierschritt weniger. Ich bin tatsächlich, ich habe tatsächlich die Fähigkeit sprinten und ich bin geübt drin mit meiner Eleganz. Na super. Das heißt, ich würde würfeln, ob ich sie eingeholt kriege. 14 reicht. Locker. Das heißt, du sprintest aus dem Stand einfach mal eilig an der vierbeinigen Kreatur vorbei. Und du siehst auch, eins vor den Augen dreht sich unabhängig von den anderen in deine Richtung und beobachtet dich. Aber es hält trotzdem weiterhin zielstrebig auf Radan Shep zu. Was willst du dann tun, nachdem du es überholt hast? Hat sie Tentakel aufgerissen, dass man das Maul sieht? Ja. Dann würde ich eine Handvoll Kugeln, die ich in der Tasche habe, dem Vieh geradewegs in den Schlund werfen. Das ist wieder eine Probe auf Geschwindigkeit gegen, ich würde sagen, nicht nur gegen 12, weil du willst ganz gezielt einen Punkt angreifen. Du könntest jetzt entweder hoffen, dass du ganz toll würfelst, dann darfst du sagen, du hast nur einen bestimmten Punkt an der Kreatur getroffen. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich erhöhe das mal auf eine 15. Und es ist eine 20. Eine 20, das ist natürlich ein hervorragender Erfolg. Wenn du eine 20 würfelst, kriegst du noch einen großen positiven Nebeneffekt. Bei einer 19 einen etwas schwächeren und im Kampf gibt es bei einer 18 und bei einer 17 immerhin noch Bonuspunkte auf den Schaden. Das heißt, in diesem Fall, der Jack Jim setzt sich in Bewegung, sprintet mit beinahe mit dem bloßen Auge nicht mehr zu verfolgenden Bewegungen an der Kreatur vorbei, greift in eine Tasche und mit einer eleganten Rückhand wirft er eine Reihe von silbrig glänzenden Kugeln in die weit geöffneten Tentakel des Dings. Das stolpert, schüttelt den Kopf, gibt kurz einen Husten von sich und explodiert dann. Also zunächst einmal seht ihr, wie sein Kopf sich aufbläht. Wir werfen uns auf den Boden, weil wir gehört haben, wenn es explodiert, ist das schlecht. Als da drin offensichtlich Flammen sich regen. Ich bin voll Idiot. Und dann bläht sich der ganze Körper auf und dann gibt es ein dumpfes Geräusch, als die Kreatur in alle Richtungen auseinandergesprengt wird und es rings um euch herum Feuer und Fetzen von totem Monster regnet. Wir werfen uns auf unsere intellektuellere Hälfte drauf, damit unserer intellektuellen Hälfte nichts passiert. Tatsächlich ist die einzige Person, die so nah dran ist, dass sie Schaden nehmen wird. Jim, der direkt gerade eben Kugeln in das Maul der Kreatur geworfen hat und 4 Punkte Schaden durch seine Explosion nimmt. Du darfst Rüstung davon abziehen. Das muss ich dann von meinem Pool abziehen, richtig? Von deinem Might-Pool, von deinem Stärke-Pool, genau. Ja, so, ich hab's auf Englisch. Es gibt insgesamt nur 3 Attribute und die funktionieren gleichzeitig als eine Art Lebenspunkte und als Punkte, mit denen man sich Proben leichter kaufen kann. Und Stärke ist derjenige, von dem man als erstes Schaden abzieht, es sei denn, es sind psychische Angriffe. Ja, also etwas versenkt und ein paar Schritte zurückgeschoben von der Explosionswelle steht Jim da. Gerade ein Chef ist erstarrt. Heftiger das Zeug, als ich gedacht habe. Ach, wirklich? Ja. So wird das aber nichts mit dem auf dich aufpassen, wenn du jedes Mal wegrennst. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ich habe Teile davon auf mir, aber besser als dass Teile von mir in ihm sind. Lebe immer noch. Kann man das essen? Keine Ahnung, ich habe bisher noch nicht probiert. Aber manchmal findet man wertvolle Teile, also ich meine, sie sind ja teilweise mechanisch. Ich würde den Metallring aufheben und dem Aare in die Hand drücken. Jetzt kannst du scannen. Ah, danke schön, sage ich und scanne die vielleicht wertvollen Teile, um zu schauen, was das ist. Mhm. Weiß ich aber auch schon so, was es ist, weil ich da verschiedene Wissensfertigkeiten habe, zum Beispiel. Normalerweise, die allermeisten Numenera, die du anfasst, kannst du dadurch, dass du drin geübt bist mit Numenera, so schon erkennen, wenn du sie anfasst. Aber in diesem Fall hast du das letzte Mal die Probe unglaublich versemmelt. Das heißt, sie steigt auf jeden Fall in der Schwierigkeit, wenn du sie wiederholst noch einmal. Das heißt, du müsstest zumindest jetzt auch mit deinen Vorteilen eine 3 würfeln. Du kannst auch einfach Punkte ausgeben und sagen, ich würfel nicht. Ich würfle natürlich und habe eine 15 gewürfelt. Ja, also dieses Ding besteht teilweise aus biologischer Masse und teilweise eben aus mechanischen Teilen. Und du würdest sagen, dass die biologische Masse künstlich gezüchtet worden ist,
weil die Informationen, die du rausnehmen kannst, du deine unterschiedlichen eingebauten zusätzlichen Sinne, die dich mit den Numenera verbinden können, informieren dich darüber, dass die Information, die jeweils in den kleinsten Teilen dieses Gewebes enthalten ist, ausgesprochen elegant ist und ohne all den Ballast, den die meisten Menschen mit sich herumtragen. Und außerdem sind alle davon gleich alt, von diesen Teilen. Und das ist auch bei Menschen normalerweise nicht der Fall, da sich diese Teile permanent erneuern und verbessern müssen und sich teilen. Das heißt, diese Kreatur ist künstlich erschaffen und sie ist sehr jung gewesen. Es war ein Jungtier und es war sehr elegant geschaffen. Aber es wurde geschaffen von irgendwem. Es scheint nicht geboren zu sein, zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Wenn das Ding nur ein Jungtier war und das so groß ist wie ich, wie groß sind dann die Ausgewachsenen? Wir haben bisher keine gesehen, die größer oder kleiner waren. Werden sie wohl alle gleich gezüchtet? Ach, gebaut. Ich sammle mir mal so einen Tentakel auf, das kann man später auf den Grill schmeißen. Er winkt jetzt hoch zum Tor und ihr seht, dass da ein paar Leute erschienen sind, so, hey, ich bin wieder da und die haben mir das Leben gerettet, also lasst sie rein. Ich wink mal mit dem Tentakel. Seit wann gibt es diese Tiere hier in der Gegend? Seit ein paar Wochen. Ah. Neue Tiere. Neue Tiere. Ja, neue Tiere. Die irgendwie hierher gezogen oder einfach aufgetaucht? Die sind einfach aufgetaucht, wir wissen nicht, wo sie herkommen. Also vielleicht lockt irgendetwas diese Dinger an oder sie rennen vor irgendetwas weg. Keine Ahnung. Das passiert immer mal wieder, dass halt neue Kreaturen auftauchen, weil irgendwas wandert oder irgendetwas sich aktiviert hat oder irgendwo ein Tor aufgegangen ist. Man weiß es nie. Das Tor öffnet sich mit einem Knirschen und Rascheln und dahinter seht ihr eine ganze Reihe von ziemlich einfach gehaltenen Bauten, die aus Lehm gestampft sind, beziehungsweise aus Drittlehm und deren Dächer gedeckt sind mit dünnen Scheibchen aus dem Jilik, das hier überall wächst. Und viel von dem Leben scheint ja auch draußen stattzufinden, das heißt, ihr seht eine ganze Reihe Möbel, die auch einfach auf den Wegen dort aufgebaut sind und Erwachsene wie Kinder, die dort sitzen oder sich bewegen und spielen, die Getränke in Bechern hin und her reichen. Und es richten sich jetzt auch eine Menge freundlich schauende Gesichter in eure Richtung. Aber Shep geht hinein, schultert nochmal seinen Rucksack neu, dreht sich nochmal in Richtung um. Vielen Dank, so oder so. Willkommen in Dirus. Ja, wenn das mal kein Willkommensgruß ist. Wir gehen hinein. Ja, ich denke schon. Und schlendern erstmal durch die Gasse. Je nachdem, wie groß das ist. Reden wir über ein Dorf mit einer Handvoll Hütten, das umgeben ist von einer Mauer? Oder reden wir schon über eine Kleinstadt mit ein paar hundert oder tausend Menschen, die hier wohnen? Es ist eher im Bereich einer Protostadt. Also 100 Leute, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, wenn du dir anschaust, wie viele hier offensichtlich jeweils zu einer Hütte gehören. Okay. So viele Menschen und nur geschützt von einer Salatbar. Ich bin nicht begeistert. Magst du kein Gemüse? Wir mögen Gemüse. Wir mögen sehr gerne Gemüse. Auf dem Teller ist das nicht das Problem, wenn ich mich mein Leben daran vertrauen muss, schon irgendwie. Wenn ihr Gemüse magt, sagt deine Frau und kommt auf euch zu. Ihre schlohweißen Haare sind zu einer riesigen Krone zusammengeflochten auf dem Kopf. Dann guten Appetit. Und sie hält euch eine Schale entgegen, auf der irgendwelche Dinge in Teig gebacken, offensichtlich gegart, frittiert oder sonst wie hergerichtet wurden. Wir greifen zu? Natürlich greifen wir zu. Joshi guckt sich das erstmal irritiert an und mit beiden ausgestreckten Fingern nimmt er das mal. Es hat tatsächlich einen angenehmen, erdig-süßlichen Geschmack. Vielen Dank, dass ihr euch um Radan gekümmert habt und das Ding ausgeschaltet. Er ist uns quasi zugelaufen. Dann hat er ja Glück gehabt. Aber ihr habt zumindest nicht gezögert, einzugreifen.
Ihr seid sehr willkommen in Dirus. Wir können nicht viel anbieten, außer etwas zu essen und ein paar Kleinigkeiten. Und natürlich sammeln wir verschiedenste Cypher und andere Dinge in der Umgegend. Aber was auch immer hier sucht, spezielle Dinge werdet ihr sicherlich nicht finden. Das tut mir leid. Könnt ihr für mich das hier braten? Ich hau dir den Tentakel so entgegen. Und als du den hochhältst, siehst du, dass er langsam zerfließt in deiner Hand zu einer schleimigen Masse, als das Gewebe sich auflöst. Wir legen Arin die Hand auf die Brust und schieben ihn ein wenig von dem schleimigen Zeug. Ja. Wir lassen es wegziehen. Ich nehme mir von dem Teller mit dem nochmal was. Aber wenn ihr Cypher sammelt, das war ein bisschen zäh, habt ihr ja auf jeden Fall Plan, wo sich gute Stellen davon finden lassen. Meistens in den Rissen zwischen den Schollen. Dort kann man tiefer in den Boden graben und dann findet man manchmal Schichten, in denen die unterschiedlichsten Dinge zu finden sind. Aber wir gehen selten weit vom Ort weg. Jillik wächst hier überall dicht, das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, große Strecken zurückzulegen. Was haben wir denn genau gehört über dieses Artefakt, dass es in Dirus oder in der Nähe von Dirus geben soll? Das, die Muttermaschine. Das ist mehr oder weniger einfach das Gerücht, dass es hier eine Art Herstellungs- und Fabrikats- Numenera gibt. Was dazu ein? Ob uns etwas dazu einfällt? Uns fällt etwas dazu ein, ja. Gut. Selbstverständlich fällt uns etwas dazu ein. Davon sind wir ausgegangen. Ja. Diese Wesen, sage ich, und deute auf Joschniks zerschmolzene Hand. Ich hoffe, die Hand ist nicht zerschmolzen. Ich hoffe, nur der Inhalt ist zerschmolzen. Jetzt noch nicht. Boah, es ist eklig. Diese Tentakelwesen, die seit einigen Wochen kommen, ja, wisst ihr, aus welcher Richtung die kommen? Sie bewegen sich meistens durch die Täler zwischen den Schollen. Deswegen ist das schwierig zu sagen. Sie laufen an ihnen entlang wie eine Spinne auf den einzelnen Fäden ihres Netzes. Und wo sie ihren Anfang genommen hat, ist schwierig festzustellen. Ja, wir haben Gerüchte gehört über eine Muttermaschine, die etwas herstellen soll. Ja, es gibt diese Geschichten, dass so etwas früher hier in der Region existierte, aber ich selber habe noch keine gesehen. Und wer erzählt diese Geschichten? Ich würde es am ehesten eine Überlieferung nennen. Die Älteren erzählen es den Jüngeren, die erzählen es irgendwann weiter. Wer kennt denn die größte Sammlung dieser Geschichten? Hier im Ort. Das ist vielleicht unsere Ortsvorsteherin. Da sollten wir bei ihr vorstellig werden, da wir uns ja eh für eine Nacht hier auf jeden Fall ausruhen werden. Sollten wir bei ihr vorstellig. Wo finden wir sie denn zurzeit? Die älteste Bral. Ihr müsst einfach weitergehen, bis ihr zum Brunnen kommt. Und dort wird sie wahrscheinlich mit Leuten zusammensitzen und essen. Wir danken euch. Wir danken euch für eure Hilfe. Und dann geht's los. Gehen wir weiter, oder? Es ist, im Alter liegt Weisheit und die Ältesten wissen Bescheid. Die Jungen folgen. Ja, Schnick nickt. Das war schon immer so. Der Brunnen ist ausgesprochen leicht zu finden. Das ist ein offenes Gebäude mit einer kleinen Schutzmauer drumherum, wo auch mehrere Leute gerade stehen, Eimer reinfallen lassen und dann wieder nach oben ziehen, um sie in unterschiedlichste Gefäße zu kippen. Und dort hat sich auch einer von diesen öffentlichen kleinen Treffpunkte gebildet, die ihr hier überall auf den Wegen gesehen habt, dass die Leute wenig in ihren Häusern tatsächlich an sozialem Leben verbringen, sondern draußen. Dort stehen eine ganze Reihe an Tischen und Stühlen zusammen und zwischen Leuten unterschiedlichsten Alters sitzt eine Frau, fast keine Haare mehr auf dem Kopf, die ganze Haut ist überdeckt mit Altersflecken und sie schiebt sich grinsend, während sie ein paar Worte mit der Person links von ihr austauscht, mit leicht zitternden Fingern ein Stück von weich gekochtem Gemüse in den Mund, der fast keine Zähne mehr aufweist. Ja, dann würde ich am Brunnen auf jeden Fall mal meine Feldflaschensammlung wieder füllen. Einer von den Einheimischen hier nickt dir zu und reicht dir seinen Schöpfeimer. Der ist offensichtlich gerade fertig und hebt seine zwei Eimer mit einem Joch auf und trabt davon. Das ist kein Problem. Das Wasser? Welche Farbe? Einen leicht süßlich-erdigen Geruch, der dich an das Jillik erinnert.
Aha. Joschnik, wir glauben, es wäre gut, wenn du mit der Alten sprichst. Das du hast das mit dem Respekt und so. Das kommt gut an. Keinen Respekt vor dem Alter. Sind bei euch die Alten nicht weise und gefragt, ob ihrer Meinung und ihres Wissens? Wir glauben, du bist der Beste zum Sprechen. Druck mit den Schultern. Und bitte ist mal. Einfach sympathisch, meint er. Das ist das Letzte, was man Joschnik irgendwann mal gesagt hat. Aber gut. Wird dann zu ihr hingehen und wird so ungefähr einen Meter so vor ihr stehen bleiben und den Kopf senken. Entschuldigt dich, möchte nicht stören. Eure Zeit ist sicher kostbar. Und schaut nicht hoch. Schaut so wohl. Entschuldigung, wer seid ihr? Entschuldigt, mein Name ist Joschnik. Hallo Joschnik. Sie rückt sich ein bisschen zurecht. Du siehst, dass ein Auge von ihr weißlich ist, aber nicht auf die Art und Weise, wie es bei Jim ist, der trotz seiner weißen Augen problemlos sehen kann, sondern dass tatsächlich da der Augapfel mit einer Schicht überzogen ist, mit der sie vermutlich in diesem Auge nichts mehr sehen kann. Es wurde zugetragen, ihr seid die Vorsteherin des Dorfes und... Ich bin älteste Bral. Sagen wir so, die meisten hier hören auf das, was ich sage. Das ist schon richtig. Sehr gut. Ja. Der schaut nur so zögerlich hoch. Sind Durchreisende. Wir suchen etwas. Tut ihr das? Lass mich doch mal in Ruhe. Und sie winkt den Leuten rechts und links von ihr, die ihr weiteres Essen hinschieben. Es ist unhöflich gegenüber unserem Gast. Was sucht ihr denn? Kann man euch irgendwie dabei helfen? Wir suchen die... Schaut sich so ein bisschen irritiert nach hinten um. Wie hieß das Ding? Die Muttermaschine? Gut. Ah, die Muttermaschine. Ihr habt also auch die Märchen gehört, die man sich erzählt. Nun ja, Märchen und alte Geschichten haben immer einen Kern Wahrheit, nicht wahr? Es ist... Und ihr wollt wissen, wie das Märchen hier in seinem Ursprung erzählt wird. Benickt. Das dachte ich mir. Seht ihr? Halb blind, nicht dumm. Also, die Geschichte wird in jeder Familie ein bisschen anders erzählt. Und ich würde sagen, sie beruht vor allen Dingen darauf, dass man sich wünscht, es gäbe dort irgendwo draußen etwas, was einfach Dinge aus dem Nichts erschaffen kann. Wäre das nicht hervorragend? Es wurschtelt und es raschelt und dann spuckt es etwas aus, was nützlich ist oder ein Gegenstand, den man ohnehin schon immer haben wollte oder, ach, was weiß ich, etwas, was man essen kann vielleicht. Aber gesehen hat so etwas keiner. Zumindest jemand, der heute lebt und auch niemand, der gelebt hat und es mir erzählen konnte. Es war... meine ganze Lebenszeit lang immer nur eine Geschichte. Das hat euch hergeführt? Mhm. Jemand neigt sich zu ihr und murmelt ihr etwas. Was? Und die Person murmelt es noch einmal lauter, sodass ihr es tatsächlich jetzt auch hören könnt. Sie haben eines von den Tarsa-Dingern besiegt draußen vor dem Tor. Hm. Danke dafür, dass ihr... uns eines dieser Raubtiere vom Hals geschaffen habt. Das war Jim alleine. Und Jim ist? Er tritt so beiseite und deutsch auf ihn. Wenn, dann gebührt ihm die Ehre alleine. Ist mein Name. Ah, nun, dann danke Jim und kein Danke an die anderen drei. Sie lacht so ein bisschen selber darüber. Wir reisen als Gruppe und es versteht sich natürlich... einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Ja, ist viel ist jetzt übertrieben, aber ein paar von uns sind die letzten Wochen diesen Dingern zum Opfer gefallen. Und nur ganz wenige, ich glaube nur einer hat es tatsächlich überlebt, davon angegriffen zu werden. Insofern, ich bin beeindruckt, Jim, ich bin beeindruckt. Wird grundsätzlich vor den Toren angegriffen oder gibt es eine Richtung, wo die Hauptangriffe herkommen? Oh nein, wir hatten auch schon einmal, dass eins davon versucht hat, über die Palisade zu klettern. Ich weiß nicht, ob sie in einer bestimmten Richtung aus einer bestimmten Richtung kommen, aber sie haben auf jeden Fall
Sie scheinen sehr gute Sinne zu haben. Sie picken sich gezielt jemanden heraus, greifen diese Personen an und zerfleischen sie. Hm. Arin meinte, dass das nur Jungtiere wären. Also könnte es schlimmer kommen. Wir. Deutet auf beide. Achso, ich dachte, ich hätte schon wieder irgendwie einen Urenkel, dessen Namen ich vergessen habe. Die Ähnlichkeit ist nicht nachzuweisen. Ja, Jungtiere? Keine Ahnung. Die sind neu hier. Da wissen wir auch nichts von. Mhm. Jetzt von eurer derweitigen unangenehmen Problemen mal abgelenkt. Ihr sagtet, die Geschichte, die ihr auch nur vom Hören könnt, vom Hören sagen kennt. Wie genau geht sie denn vor? Wird sie denn vorgetragen? Nochmal was? Wie wird sie genau vor? Vorgetragen. Die Geschichte über die Muttermaschine. Es war vor langer Zeit. Da darbte Derus oder der Ort, der Derus werden wollte. Aber die Menschen, die damals dort lebten, fanden die Muttermaschine. Und diese erbarmte sich ihrer und sie spuckte segnende, aber auch gefährliche Dinge aus. Und mit den Segnenden konnten die Leute leben und mit den Gefährlichen konnten sie sich arrangieren. Und sie gab ihnen Waffen und sie gab ihnen Herausforderungen. Sie gab ihnen Hoffnung und sie gab ihnen Tod. Und dann, als Dichos gegründet war und seine ersten Mauern errichtet, verschwand sie. Es ist keine besonders ausgereifte Geschichte, man erzählt sie kleinen Kindern. Ein Schöpfungsmythos. Arin. Gründungsmythos. Ja. Ihr hattet doch gesagt, dass diese Dinger... Was, wie habt ihr sie beschrieben? Gemacht wurden? Sie wurden hergestellt, ja. Sie sind nicht geboren worden, zumindest nicht auf die übliche Art und Weise. Nehme Dinge aus dem Nichts als Herausforderung. Vielleicht kommen sie ja auch von dieser Maschine. Und vorhin sagte einer der Dechana, dass hier öfter mal neue Dinge auftauchen würden, weil sie einfach hierher wandern. Ja, das ist normal. Es gibt einige, aber das ist doch überall in der Ferne fast normal, dass immer mal wieder etwas von woanders vertrieben wird und dann in eine Richtung zieht, wo sie vorher niemals zu Hause waren. Oder ein Tor öffnet sich. Aber das hier ist auf jeden Fall eine von den gefährlicheren neuen Dingen. Wen habt ihr eigentlich genau gerettet? Siehst du, ihr habt jemanden gerettet? Ich hoffe, Arin fällt der Name noch ein, mir gerade nicht. Radan Shep? Radan Shep, sage ich von hinten. Oh, der hat Glück gehabt, der hat neulich schon einen Angriff überlebt. Dann ist er vielleicht einer dieser Auserwählten, von wegen gezieltem Angriff. Hat er irgendetwas getan? Oh. Was Besonderes, irgendetwas entdeckt, angefasst in letzter Zeit. Dinge anfasst, wo man nichts. Verzeiht mir, aber der ist ziemlich unbemerkenswert. Ich habe es mir nur gemerkt, dass neulich schon, also gemeinsam eine ganze Reihe Leute es geschafft haben, eine von den Kreaturen von ihm fernzuhalten und dann ist irgendwie immer explodiert. Und ja. Nee, mir fällt nichts Besonderes ein, was mit Radan zu tun hätte. Aber ich habe schon ein paar Mal beobachtet, wie gesagt, halb blind, nicht dumm, dass diese Dinger speziell nach einzelnen Personen ihre Greifarme ausstrecken. Aber ich glaube, das ist so wie, kennt ihr das, wenn Mücken unterwegs sind? Es gibt Personen, die besonders gerne mögen, davon sollte man immer eine dabei haben, damit sie diese Person fressen und nicht einen selber. Ich habe das Gefühl, manche Leute sind einfach leckerer für sie. Ich hasse diese Biester. Wir sollten also nochmal mit unserem werten Führer reden darüber. Ob er uns vielleicht die Gegend zeigen könnte? Er scheint sich auszukennen. Wir haben ihn ja draußen getroffen. Ja, und wir könnten mit ihm testen, ob, wenn diese Viecher in der Nähe sind, sie wirklich ihn so lecker finden. Ich wollte ihn jetzt nicht als Köder benutzen, aber ich vergesse immer seinen Pragmatismus. Das Problem ist, essen kannst du die Scheißviecher nicht.
Und der zeigt noch immer so die restlichen klebrigen Überreste an der Hand, die er sucht irgendwie an seiner Und das, Rüstung. Obwohl sie schon von innen angebraten waren, gell? Ja. Vielleicht, wenn wir schneller sind? Oder ja, wenn wir uns einen Überblick verschaffen können. Gibt es. Wir wollen euch da nicht weiter behelligen, werte Dame. Gibt es eine Möglichkeit zu übernächtigen für unsere Gruppe in eurer. Oh, es sind sicherlich Leute bereit, euch aufzunehmen. Wir haben nicht ein Gasthaus oder sowas, aber. Wisst ihr, meine Familie ist doch schon mal sehr praktisch. Hey, und sie haut der Frau, die rechts von ihr sitzt, gegen den Oberarm mit ihren spillerigen dünnen Ästchenfingern. Hey, 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 könnt ihr Leute aufnehmen? Zwei vielleicht? Gut, dann nehmt ihr zwei und... Gujin, Gujin, habt ihr noch Platz? Nein? Ach, ihr habt schon wieder Kinder bekommen. Furchtbar. Drillig, ja, habt ihr Platz? Gut, dann nimmst du auch noch ein, zwei, zwei. Gut, wir sind untergebracht. Ja. Dann. Vielen Dank. Sicher, sicher, bleibt gerne hier. Wir werden euch durchfüttern, bis ihr Grund hier rausrollt. Wir haben nicht vor, uns hier auf die faule Haut zu legen und euch auszunutzen. Wir werden so bald wie möglich weiterziehen, nicht wahr? Wir haben ja eine Aufgabe, ein Ziel. Ja. Gut. Gut, wir hören uns um, ob es irgendwo im Dorf vielleicht ein Artefakt gibt oder ein Tier oder etwas Ähnliches, was uns einen Überblick von weiter oben ermöglichen würde. Also irgendwas, was fliegt. Ich würde unseren unseren werten, dem Herrn, den wir gerettet haben, suchen gehen. Radanschep. Hast du einmal hier im Chat, dann haben wir. Ich schreib's mir jetzt auf. Das ist immer hilfreich. Was? Du kannst schreiben? Ich habe natürlich keine Ahnung, ob der so geschrieben wird. Das ist, glaube ich, egal, wie er geschrieben wird. Schreibt ihn so, wie er sich anhört. Eigene Interpretationen sind zugelassen. Wir gehen Radan-Chat suchen. Ja. Das ist tatsächlich, der Ort ist ja überschaubar und die meisten Leute sind draußen, sodass ihr auch gar nicht irgendwie anklopfen müsst oder sonst irgendwas. Und ihr findet Radan Shep, der ein bisschen alleine sitzt, nicht in einer größeren Gruppe und gerade mehrere Sachen offensichtlich am Verarbeiten ist. Dünne Metallplättchen, die er über ein Stück gehärtetes Material zieht und offensichtlich prüft, welche Qualität sie haben und der etwas überrascht aufschaut, als ihr euch nähert. Ah, ah. Das sind die Lebensretter wieder. Ja, wir haben erfahren, du hattest schon öfter Kontakt mit diesen Kreaturen. Öfter ist jetzt übertrieben. Mich hat vor einer Woche schon mal eins verfolgt. Und als es dann zu nah an die Mauern kam, ich konnte mich in Sicherheit bringen, wurde es von der Mauer aus beschossen und ist gestorben. Und pff, wie ist es in der Regel? Wo aus hat es euch denn verfolgt, wenn man fragen darf? Hm? Von wo aus es euch verfolgt hat? Ähnlich wie heute. Ich kam über den Weg in Richtung der Stadt und dann kam es aus einem der Spalte zwischen den Schollen raus und ist auf mich zugestürmt. Vielleicht solltet ihr in der Sicherheit der Salatmauer bleiben, solange bis diese Viecher... Naja... Also wenn, dann ist es eine Gemüsemauer. Ja, eure unglaubliche Verteidigungsanlage. Naja, bis diese Dinger halt nicht mehr auftauchen, offensichtlich... Die Mücken und so. Sie scheinen euch zu mögen. Meint ihr? Naja, so wie Mückenheim. Ach. Ich wie würde Mückenheim unseren Entlogen. Nano anschauen. Der Nano schaut zurück. Wir gehen einige Schritte mit ihm in die Richtung, die er gehen will. Würde und ihn dann mal anhauen. Könntest du rauskriegen, ob er etwas an sich hat, was ihn für diese Kreaturen interessant macht, weil wenn es nichts an sich ist, was ihn interessant macht, mag es etwas sein, was man vielleicht nicht mit den Augen wahrnimmt. Wir schauen in seine Richtung und scannen. 9. Du kannst tatsächlich nicht wirklich was sagen. Deine Sinne geben dir größtenteils irgendwie widersprüchliche Dinge. Vielleicht ist Joschnik wieder zu nahe dran oder es gibt dir irgendwie anderes, was dir Probleme bereitet. Aber du kannst keine genaue Aussage machen, außer dass
ja, da ist eine humanoide Person. Sie lebt. Ich kann es leider nicht genau sagen. Also ich hätte Joschnik vorher wegschicken. Wir hätten Joschnik vorher wegschicken sollen. Ich kann doch nicht immer meinen Leibwächter wegschicken. Er hält mir eh schon Vorwürfe, wenn ich solche Aktionen wie gerade eben tue. Zu Recht, naja, möchten wir anmerken. Dann war es vielleicht doch nur dummer Zufall. Hey, aber übrigens, wenn ihr euch für diese Dinger interessiert und die loswerden wollt oder rausfinden wollt, wo sie herkommen. Einer von unseren Jägern hat eins erledigt und er sagt irgendwas davon, es wäre nicht explodiert. Okay. Das klingt interessant in unseren Ohren. Das hat er anders gemacht. Wir würden gerne mit diesem Jäger sprechen. Keine Ahnung, ja, das sollte er dann vielleicht mal machen. Wie heißt er? Oder sie? Oder es? Galken. Galkenschnitter. Und wo finden wir Galkenschnitter? Ich kann euch hinbringen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ja. Immerhin möchte ich nicht, dass, wenn so ein Viech nochmal auftaucht und ich es in der Mitte durchschneide, es in meinem Gesicht explodiert. Ja, will mich angehen. Sie vermeiden lässt. Er geht mit euch ein paar von den Sträßchen weiter und klopft tatsächlich in diesem Fall an. Die Person, die er sucht, ist offensichtlich gerade nicht draußen, aber die Tür wird schnell geöffnet und dahinter steht ein braun, relativ dunkelhäutiger Mann mit Haaren, die in vielen Zöpfen oben auf dem Kopf festgesteckt sind und der sehr pragmatische Kleidung trägt, die größtenteils staubig und auch abgenutzt aussieht und eine ganze Reihe von Werkzeugen und Messern an seinem Gürtel, der euch etwas überrascht anschaut. Ihr seid? Arin. Jim. Oh, hallo Radar. Joschnik. Kann ich euch irgendwie helfen? Wir haben gehört, ihr habt Erfahrung mit diesen Kreaturen. Mit was für Kreaturen? Tentakel-Dinosaurier. Ihr meint die Tarzan, nennen wir sie. Genau. Ich habe eins davon getötet, ja. Und es sei nicht explodiert, sagte er. Nein, es ist tatsächlich nicht. Keine Ahnung, warum. Wisst ihr noch, wo das war? Ja, ein paar Schollen von hier aus nach Norden. Liegt die Kreatur noch da oder habt ihr euch? Ich bin nicht nochmal hingegangen, um ehrlich zu sein. So, ihr seid ein Jäger, ihr habt ein Tier erlegt und es liegen lassen? Weil ich wusste, dass sie normalerweise explodieren. Ich hatte keine Lust, gerade zu versuchen, eben was aus der Flanke zu schneiden und es mir dann ins Gesicht explodiert. Deswegen habe ich es dort liegen lassen. Wahrscheinlich ist es inzwischen hochgegangen. Du hast einen Punkt. Danke, dass du mir zugestehst, dass ich mein Handwerk verstehe. Also ein paar Schollen nach Norden. Ja, ein paar Schollen direkt nach Norden. Es gibt keine Brücken oder so etwas, aber an den meisten Stellen gibt es gute Abstiege und Aufstiege zwischen den Schollen. Wie weit bist du zwischen den Schollen hier schon von deinem Dorf weggekommen? Unterschiedlich. Manche Richtungen sind interessanter, wenn man auf der Suche nach Wild ist, manche weniger. 20, 30 Schollen. Irgendwann einer Maschine begegnet? Des Öfteren? Eine Maschine, die Dinge produziert? Nein. Schade. Ihr sagt schon öfter Maschinen. Große, Gebäude groß oder eher kleine Apparaturen? Nein, die üblichen, die teilweise unterwegs sind. Manchmal sehen wir Maschinensoldaten alle paar Jahre, die irgendwo in der Entfernung entlanglaufen. Aber wenn man die nicht stört, dann laufen sie auch einfach weiter. Man sollte sie nicht stören. Die könnten, glaube ich, das Dorf hier einäschern. Ich habe auch mal etwas gesehen, was aussah wie eine ganze Reihe von zusammengelöteten Metallteilen, aber es war trotzdem offensichtlich in der Lage, sich aus eigener Kraft zu bewegen und rollte regelrecht über die Gegend. Maschinen halt. Wie überall. Gibt es hier etwas, mit dem wir fliegen könnten und uns die ganze Umgebung ansehen könnten? Nein. Schade. Haben wir das richtig verstanden, dass diese Tarzan hauptsächlich zwischen den Schollen unterwegs sind? Tarzan? Sie bewegen sich meistens zwischen den Schollen.
Aber möglicherweise einfach, weil sie instinktiv Deckung suchen. Oder weil sie wissen, dass man dort besser jagen kann. Die meisten Beutetiere befinden sich auch in der geschützten Region zwischen den Schollen. Sie klettern meistens erst hoch, wenn sie jemand angreifen. Entschuldigung? Gibt es irgendwo besonders viele von den Tarsar? Also ich halte mich inzwischen im Norden eher zurück. Dort, wo das eine Viech auch aufgetaucht ist. So auf dem Weg nach Dirus, als ich es gesehen und dann angegriffen habe, um es zu erledigen. Und es ist mir mehr ein Gefühl, dass dort wer davon auftreten. Ich habe jetzt keine genaue Mitschrift geführt. Sie sind ziemlich schwer und hinterlassen Spuren. Gibt es irgendwo so etwas wie Wildwechsel von ihnen, die man am Boden erkennen kann? Ich habe die Spur von dem letzten Viech nur ein Stück zurückverfolgt, bis es unten in den Graben gegangen ist. Es gibt immer wieder Stellen hier, wo der Dritt so festgetreten ist oder Metall an die Oberfläche kommt, dass keine Spuren hinterlassen werden. Ihr könnt euch gerne versuchen. Ich habe mir damals nicht groß Mühe gegeben, weil ich keine Lust hatte, auf ein ganzes Nest von den Viechern zu stoßen. Verständlich. Wir danken. Seht ihr, das hat auch was gebracht, mein Radan Scheptern. Ja, wir wissen immer noch nicht, warum das Ding jetzt nicht explodiert ist. Dafür müssten wir uns das ansehen. Aber wir wissen, dass Norden vielleicht eine gute Idee wäre, so als Richtung. Und vielleicht könnten wir die Spuren lesen? Ich gucke ihn an. Was haben wir mit Spuren zu tun? Das wissen wir doch. Wir wissen das. Ich fürchte, die beiden Einsamen können das auch nicht. Wir schauen mal die beiden Einsamen an. Ja. Ich denke, ich gehe dann wieder, sagt Radan Shep, der dem Gespräch offensichtlich nicht mehr folgen kann. Kommen? Was macht ihr eigentlich so, um euer Leben zu bestreiten? Ich bastle. Also ein Jäger. Ah, bastle. Ich sammle Materialien und bastle. Habe ein paar gute Proben Flexmetall gefunden. Nun, wir kennen jemand, der Spuren lesen kann, sage ich, und halte meine Hand an die Tür, die ja mittlerweile wieder geschlossen ist, nehme ich an. Seid so stau. Weiß nicht, ob wir ihn überzeugt bekommen dazu. Naja, für Shin tut er bestimmt einiges. Und wir sind uns sicher, dass er wieder jagen will, in Ruhe. Richtig. Und dass sein Dorf sicherer ist. Wir könnten ihn fragen. Radan ist inzwischen weggegangen mit seinem Schulterzucken, dass er nicht wirklich weiß, was ihr da macht und was ihr wollt. Aber die Tür... Dass wir nachher nochmal dass wir den Alkohol noch probieren wollen. Die Tür von Galken öffnet sich wieder und wir schauen raus. Ja, uns ist in der Überlegung gekommen, dass ihr vielleicht Interesse daran habt, dass wir dieser Plage Herr werden. Und da ihr wahrscheinlich wesentlich effektiver seid im Spurenlesen als wir, wollt mir fragen, ob ihr Interesse habt, euer Dorf ein bisschen sicherer zu machen. Das ist eine sehr schöne Art und Weise, dafür nachzufragen, ob ich umsonst für euch arbeite, richtig? Schlau. So durchschaubar, verdammt. natürlich, es ist natürlich zum Nutzen des ganzen Dorfes statt. Wir arbeiten ja auch umsonst für euch. Ja. Tut ihr das? Wir haben schon im Vorhinein für euch kostenlos gearbeitet. Das ist sicher korrekt. Dann tauschen wir doch quasi. Ich werde euch... Ihr wollt wissen, wo ich das Ding getötet habe, richtig? Oder? Dann werde ich und euch auf jeden Fall dahin bringen. Wenn ihr das wollt. Und dass ihr Spuren für uns lest. Eine Richtung gibt, aus der die Kreatur gekommen ist. Wir wollen herausfinden, wo sie herkommen, ob da noch mehr sind. Und dann schauen wir weiter. Ich bringe euch dorthin. Da sind wir sehr dankbar. Es sind inzwischen einige an Jägern gestorben, an den Kreaturen. Und ich muss, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment eigensüchtig, aber ich muss auch dran denken, dass ich gleichzeitig weiter dazu beitragen muss, dass die Leute hier nicht nur Gemüse essen. Richtig. Gleich mal stark.
Das geht sicherlich besser, wenn diese Kreaturen nicht mehr da sind. Sicher, aber die meisten Gefahren sind bisher auch irgendwann weitergezogen. Die Dinge ändern sich permanent. Also gut, wollt ihr jetzt sofort los, oder? Welche Tageszeit unter den vielen Sonnen haben wir denn gerade? Ich glaube, wir hatten mittags gestartet, das heißt, es ist jetzt wahrscheinlich früher Nachmittag. Ja. Und es gibt nicht viele Sonnen, es gibt eine, aber die Tage sind 28 Stunden lang. Ah ja, dann ist ja noch Zeit, dann können wir noch auf. Wie lange brauchen wir bis zu der Stelle, wo du die Kreatur getötet hast? Irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Dann sollten wir aufbrechen, oder? Ja, das tun wir. Wir haben auch kein Problem, wenn es später wird. Wissen wir doch. Ja. Schön für euch. Aber wir haben uns gemeint. Ja, es war mir schon klar, dass wenn ihr wir sagt, ihr euch meint. Aber mir ist diese Information zugegeben egal. Gebt mir einen Moment. Natürlich. Er geht kurz rein und kommt danach wieder mit einem Bogen, der aus einem seltsamen durchscheinenden, halbdurchscheinenden Material gemacht ist und einem Köcher voller Pfeile und mit einem Mantel, den er sich um die Schultern geschlungen hat. Habt ihr was zu trinken dabei? Es kann ganz schön warm werden hier. Ich habe alle Feldflaschen gefüllt. Hervorragend. Ich habe ja diese komische Oddity, die du mir gegeben hast. Mhm. Wird das dann auch entsprechend schwerer und größer? Oder wie funktioniert das? Weil sonst wäre das nicht echt praktisch. Das ist tatsächlich nicht festgelegt. Dazu kurz, die Oddity ist ein Schwamm, der bis zu 40 Liter Flüssigkeit aufsaugen kann. Und ich finde es schön, dass der dehnt sich nur ein bisschen aus, bis ungefähr so groß ist. Und danach wird er nicht schwerer oder größer. Nur, dass man ihn dann sehr lange auswringen kann. Dann sorge ich jetzt für genug Wasser und würde diesen Schwamm in den Brunnen einfach quasi auffüllen. So. Du legst den Schwamm in einen Eimer und der Eimer, der Wasserstand sinkt. Und nee, ich lasse den Eimer quasi mit dem Schwamm drin quasi unten ins Wasser rein. Dann Und man sieht tatsächlich, wie der ganze Brunnen so einen halben Finger breit niedriger ist. Die Leute gucken alle irritiert, danach ziehst du deinen Schwamm wieder raus, tropfst ihn ein bisschen ab. Genug Wasser, 40 Liter. Da bleibe ich bei der Feldflasche. Und dann packe ich mir in den Rucksack rein. So. Wir sind beeindruckt. Ja, wenn man viel und lange unterwegs ist, dann muss man auch viel Wasser dabei haben zum Trinken. Nicht wahr? Schön, schön. Ja. Also komm mit. Wenn ihr die ersten 3 Schritte rausgenuckelt habt, seid ihr beeindruckt. Es geht übrigens auch mit Schnaps und Bier. Mhm. Er verlässt mit euch den Ort, Derus, und setzt sich in Bewegung und auch sehr zielstrebig. Und er findet immer Stellen, an denen die Kanten von den Schollen soweit abgenutzt und runtergetreten sind und oder teilweise auch tatsächlich schon aufgebaut wurden, dass es Rampen gibt, wo man runter und wieder hochkommt, sodass man nicht so viel klettern muss. Sehr praktisch. Und führt durch mehrere Schollen Richtung Norden, wie er angekündigt hat, wo haufenweise weiterer Jilik wächst, aber teilweise auch andere Pflanzen, die verwandt wirken damit, aber in anderen Farben, teilweise auch knallbunt und auch nur hüfthoch wachsen oder als regelrechte Nester von eierartigen Knollendingern aus dem Boden hervorspitzen. Und er gibt auch immer zwischendurch so ein paar Informationen. Die kann man pflücken, aber erst wenn sie lila sind. Die würde ich nicht probieren, die meisten Leute reagieren auf sie sehr allergisch. In dem Moment zuckt Joschnik zurück, als er gerade danach greifen wollte. Okay. Und die haben auch so, ich sage mal, Blumenkohlköpfe oben auf Sitzhöhe vielleicht. Mhm. Also zwischendurch will ich dann auch mal da sitzen. Wenn kurz eine Pause gemacht wird, die Leute was trinken. Es ist angenehm weich unter deinem Hintern, so als hättest du dich auf ein Kissen gesetzt. Ja, man kann sie essen und bequem sind sie auch noch. Wenn ich übrigens weiter auf dich, aufpassen sollte, dann kannst du beim nächsten Mal nicht wieder so vorrennen. Ja, ich habe nur beachtet, dass wir halt den Herren Leben brauchen. Und ich meine ja nur, dass du dich danach nicht beschwerst und sagst von wegen, oh, ich bin jetzt tot, er hat nicht auf mich aufgepasst, ich bezahle ihn nicht. Ich verspreche dir, wenn ich tot bin, werde ich mich nicht mehr bei dir beschweren. Gut, ist näher ein Wort. Ich würde mal gucken, es wurde ja gesagt, die graben dort auch nach Ciphern und Sachen. Ob irgendwie zwischen den Jilliks irgendwo gegraben wurde oder ob irgendwas sichtbar liegt oder
dergleichen. So gut. An Sachen, die ich so gebrauchen könnte. Die wir so gebrauchen könnten, Entschuldigung. Dann mach doch mal einen Wurf, der auf Intellekt basiert, bei dem es um Wahrnehmung geht, falls du darauf irgendwelche Boni oder Übungen hast. Ich habe Searching, bin ich trained. Gut. Dann brauchst du tatsächlich nur eine 6 schaffen. Das ist super, ich habe eine 9. Das ist doch schön. Du findest tatsächlich, als du dich durchbewegst, ein helles Schimmern und Glitzern, das irgendwo zwischen diesen gehirnartig verfältelten Oberflächen von diesen komischen Pflanzendingern hervorblitzt und das offensichtlich eben sich im Boden befand und damit dieser Pflanze die Höhe gewachsen ist, als du daran rumpulst. Und jetzt finden wir raus, was es ist. Also kurz zur regeltechnischen Erklärung. Katrins Charakter hat sich jetzt aufgemacht, neue Numenera zu finden und das kann man tatsächlich auch fast überall einfach so mal machen und einfach suchen gehen oder aus den Körpern von toten Kreaturen meistens herausholen. Und ich würfle jetzt aus, was es ist. Dafür schaue ich erstmal in dem großartigen Erweiterungsband Sir Arthur's Guide to the Numenera, das Technology Compendium, auf welcher von den vielen 100 Stück langen Listen ich auswürfle, was es ist. Und die sind super. Das ist so das Special-Ding von dem System, was echt Bock macht. Weil da ist echt abgefahrener Kram dabei. Oder auch die Oddities, wie dieser Schwamm oder so. Das ist, finde ich, das Ding, irgendwie, was echt Laune macht. Mhm. Aber man weiß nie, was man kriegt. Wir werfen halt die Cypher in den Club hier. 45. Yo, yo. Ja, und das ist ja auch das Schöne, dass das so ein bisschen dazu anregt, dass man die auch wirklich nutzt, wenn man da eine Gelegenheit hört und nicht irgendwie über 5-6 Sessions hortet oder so. Weil geht ja auch nicht, weil sonst passieren ja schlimme Dinge. Genau. Gerade findet man irgendwo im Nichts. Was du rausziehst, ist eine Glaskugel, ungefähr von der Größe von einem Glasauge, vielleicht ein Hauch größer, die eine schimmernde Oberfläche hat. Und wenn du sie ein bisschen hin und her drehst, machst du daran ein Glitzern aus, so als wären da feine Metallteile in dem Ding verborgen. Aber um rauszufinden, was es ist, müsstest du eben noch genauer nachschauen oder dich damit beschäftigen oder es deiner anderen Hälfte in die Hand drücken. Wir wissen ja, wie man so etwas identifizieren kann. Und ganz genau, wir tun das auch, schauen aber vorher auffordernd Joschnik an. Geh mal so 5 Meter weg. Gut. Dann schauen wir uns das mal an. Notfalls kennen wir es, wenn die Knowledge-Fähigkeit nicht reicht. Das ist tatsächlich eine kleine Faltung in der Realität, die darin verborgen ist. Und darin befindet sich wiederum ein eigenes Ökosystem, das künstlich erschaffen wurde, nur um eine ganz bestimmte Substanz herzustellen, die freigesetzt wird, sobald du diese Kugel zerbrichst mit genügend Gewalt. Dann öffnet sich diese Falte in der Realität und das Produkt von diesem biomechanischen Labor wird freigesetzt. Aber das Ganze ist eine sehr komplexe Sache, die sehr viele verschiedene Strahlungsfelder und vor allen Dingen auch eine Verzerrung der Raumzeit mit sich bringt, sodass man sie mit nicht so vielen anderen Cyphern zusammentragen kann. Das heißt, regeltechnisch belegt sie 2 Slots. Ich bin ja froh, dass nicht alle Cypher der Gruppe zusammenzählen. Wir müssen uns überlegen, ob wir das gut mitnehmen können. Sonst haben wir vielleicht zu viel davon dabei. Es ist eine Falte in der Realität und wenn wir sie zerbrechen, kommt raus, was immer drin ist. Ihr habt jetzt aber nicht vor, die Realität zu zerbrechen jetzt demnächst, oder? Wir brauchen noch diese, sage ich. Und halte das Ding hoch. Wir denken darüber nach, was wir so in unseren Taschen haben. Also eine ganze Zeit Raumkrümmung würde ich momentan nicht in meine Tasche packen. Zumindest nicht, solange ich diese Filiole noch habe. Bevor du setzt dich drauf, das Ding geht kaputt. Wer weiß, was da rauskommt. So ein gelehrter Nano weiß, dass die Gefahr, wenn man es nur relativ kurz und nicht mit zu vielen anderen Sachen transportiert, sicherlich nicht so groß ist. Man sollte nur auf Dauer damit vorsichtig sein. Wir können das zumindest kurze Zeit mitnehmen, ohne dass wir uns allzu viele Sorgen machen müssen. Weißt du denn, was da drin ist? Nein. Eine Kugel. Oder doch? Dann würdest du jetzt tatsächlich eine Probe ablegen. Das einfach identifizieren schaffst du ja automatisch, weil du geübt bist in Numenera. Eine 19. Ja, hervorragend. Moment, dann lass mich mal kurz auswürfeln, was es produziert.
Das ist halt ein Überraschungsei, ne? Gleich nicht mehr. Eine Konfettikanone. Ja. Modern. Glitzerkonfetti. Ich gehe noch ein paar Schritte von Joschnik weg und schaue mir das Ding genauer an. Da drin wächst eine Pflanze heran, die eine Substanz erzeugt, die mit der Biochemie von menschlicher Haut interagiert, um sie klebrig zu machen und Klettern zu erleichtern. Hm. Und andere Dinge, bei denen man große Haftung benötigt. Darin wächst eine Pflanze heran, die menschliche Haut schleimig macht, damit wir besser klettern können oder andere Dinge tun können, die große Haftung erfordern. Das mit dem Schleimig hatte ich heute Haut schon. In Schnecken? Nein, danke. Behalten wir die Kugel. Das mit dem Schleimig, das hatte ich heute schon. So, sollen wir es mitnehmen? Ich gucke den Jäger an. Hier, trag das. Ihr wollt es mir geben. Das ist doch sicherlich wertvoll. Ja, genau deswegen. Ihr wollt doch eine Bezahlung. Gut. Du hast gehört, was es kann. Ich weiß nicht, wie viele Cypher du schon mit dir trägst. Ein bislang. Na, da wird ein zweiter nicht schaden. Ich gebe ihm einen zweiten. Wir reichen ihm das rüber. Oh, wir entschuldigen uns. Schön. Schauen wir mal, ob ihm was passiert. Wupp, weg war der Jäger. Dankeschön. In dem Moment implodiert er. Plopp. Oh, das haben wir dann nicht so geplant, aber... Er ist gefressen worden. Er steckt die Kugel ein, nickt, setzt sich dann wieder in Bewegung und führt euch weiter auf die nächste Scholle. Und dort wird er dann langsamer, wird immer grüner im Gesicht, winkt er kurz, Entschuldigung, bückt sich dann seitlich zwischen zwei von den Jillik-Verwandten und fängt an, sich laut und ausdauernd zu übergeben. Wahrscheinlich irgendwas im Gemüse gewesen. Richtet sich dann wieder auf, wischt sich den kalten Schweiß vor der Stirn. Es tut mir leid. Es ist aber nicht mehr weit, ihr müsst einfach nur noch eine Scholle weiter nach Norden. Vielleicht dreht sich um und übergibt sich noch einmal. Den Cypher wieder weglegen? Was? Gib mir die Realität. Aber das war meine Bezahlung. Gib mir die Realität. Bitte. Wollt ihr euch lieber in so einen Jillik verwandeln oder was auch immer? Meine Fresse, ihr seid komische... Hier, bitte, aber ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und er reicht dir die Kugel zurück. Dreht sich mach um, dir, mach dir nichts Schritt, raus. Schwankt nochmal und übergibt sich noch einmal. Ja, alles raus, was keine Miete zahlt. Und ich helfe ihm so ein bisschen. Ich halte ihm die Haare nach hinten und halte ihm so ein bisschen an der Schulter. Alles gut. Das heißt, aktuell hat jetzt dann auf einmal Arin ein Cypher mehr. Richtig, aber nein. Arin nimmt den Cypher und... steckt ihn wieder in die Erde unter einen dieser Blumenkohle. Kohle. Du schiebst ihn dahin zurück. Ja. Oh ja. Jäger, Wildnisführer, ist inzwischen am Rande der Scholle angekommen, schüttelt den Kopf und steigt darunter. Ah ja, er hat dieselbe Erfahrung wie die meisten, die mit uns reisen. Mache mir auf meiner gedanklichen Karte ein Kreuzchen, wo er die Kugel gerade versteckt hat. Ja. Vielleicht können wir es ja abholen, wenn wir einige Cypher verbraucht haben. Oder wir ein Behältnis finden für Cypher. Oder das. Wir sollten auf die Scholle im Norden. Ja. Entschuldigung, wir haben uns unterbrochen. Nein. Wir hatten natürlich wieder den gleichen Gedanken. Ihr setzt euch wahrscheinlich nach Norden in Bewegung. Ihr findet auch dort tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, runterzusteigen, wieder aufzusteigen, und findet dort eine Scholle vor, die vor allen Dingen am Rand bewachsen ist und in der Mitte eine Art Lichtung aufweist, auf der nur ein paar Finger breit hoher Art von Moos wächst, die aber möglicherweise auch in irgendeiner Form mit Jillik verwandt ist, weil sie sehr weich und von der Struktur her an Gehirne erinnernd ist. Und darauf liegt ausgestreckt der Leichnam von einer der Kreaturen, von diesen Tarsa,
und ist zwar etwas in sich zusammengesackt und hat ein paar Fressstellen, ist aber nicht explodiert. Und nicht geschmolzen. Und nicht geschmolzen. Und siehst du, irgendwas hat da reingebissen und es ist trotzdem nicht explodiert. Warst du schon mal hier? Was? Nein. Können wir noch sehen, ob es genauso alt war wie das andere? Wir werden es uns anschauen. Ich gucke wieder Joschnik an. Davon sind wir ausgegangen. Ich geht hinter den Baum. Ich fühle mich so ausgestoßen. Wir schauen uns das an. Gut, gib mir mal einen Wurf. Wieder eine 19. Wieder eine 19. Hervorragend. Ja. Und oh, du müsstest so ja drei weniger würfeln, weil du geübt bist in Numenera. Ja. Damit zu arbeiten und Dinge zu erkennen. Ja, du würdest sagen, es ist die Bestandteile, aus denen das Ding ist, die sind alle gleich alt, aber älter als das, was du heute schon einmal untersucht hast. Und es hat auch noch mehrere aktive Bestandteile technologischer Art, die in dem Körper verborgen sind, die bei dem anderen ganz offensichtlich zerstört wurden, als es explodiert ist. Die leise Impulse von sich geben, weil sie offensichtlich in irgendeiner Art und Weise versuchen, ihre Umwelt wahrzunehmen, indem sie Echos erzeugen in verschiedensten Frequenzbändern und Energiefeldern. Es scheint aus einer früheren Serie zu stammen, aber alle Teile, aus denen es ist, sind gleich alt. Und es scheint auch geschaffen worden zu sein und es scheint nicht ganz tot zu sein. Sind wir uns sicher, dass es noch lebt? Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es noch lebt. Ich knie mich davor und scanne das mal, um herauszufinden, was diese Teile sein könnten, die da noch funktionieren und zu was sie vielleicht Kontakt aufnehmen. Gut. Eine 9. Kostet dich wieder nichts wegen deinem Edge. Das Edge ist ein weiterer Wert für jedes von den Attributen, das man abziehen darf für die Kosten einer einzelnen Aktion. Und reicht aber tatsächlich aus, weil, wie gesagt, du ja geübt bist, um festzustellen, dass diese Kreatur eben aus biologischen und aus mechanischen Bestandteilen steht. Und die biologischen sind tot und auch im Verfall begriffen. Also die meisten davon werden schon von Kleinstlebewesen außer zersetzt und lösen sich auf. Aber die mechanischen Teile haben noch einen Energiekern und sie haben einmal das Gerät, das im Kopf beziehungsweise am Ansatz von diesem sich aufblähenden Kopf sitzt, das die ganze Zeit verschiedenste Pings aussendet und danach versucht, die Echos zu sortieren. Und es hat noch ein weiteres Teil, das die ganze Zeit in regelmäßigen Abständen ein Signal ausgibt, um offensichtlich von woanders aus gehört zu werden. Das sind immer sehr, sehr dichte, dünne Bündel von Informationen, die ein bisschen in sich geschlossen sind und die gezielt von der Kreatur auch in eine bestimmte Richtung abgegeben werden. Also, es gibt zwei mechanische Teile, die noch funktionieren. Also mindestens zwei. Der eine Teil scheint irgendwie zur Wahrnehmung da zu sein. Der andere Teil sendet Informationen an einen anderen Ort. Und zwar genau in die Richtung. Ich schau mal in die Richtung, wo er zeigt. Da sind eine ganze Menge bizarre Pflanzen in die Richtung. Du sagst, Jim war gerade am, hat sich gerade diese moosartige Unterlage angeguckt, weil so eine schwere Vieh müsste ja einige Fußabdrücke in irgendeine Richtung, wo es hergekommen ist, hinterlassen. Tatsächlich ist das hier kein Problem, das zu finden. Und das führt bis zu der Kante dieser Scholle, wo tatsächlich eine Stelle ist, wo man aufsteigen kann. Und danach wird es schwieriger, weil der Boden hier sehr trocken ist und vom Wind auch immer die Oberfläche ein bisschen verweht wird, die aus staubigen Bestandteilen besteht. Also du sagst, das sendet etwas dahin und das zurück. Das geht auch in die Richtung, in die der Nano eben gezeigt hat. Ah, vielleicht könnten wir die Stelle ganz genau bestimmen. Indem wir die Sachen mitnehmen? Wir müssten das Tier nur ein Stück in die Richtung schieben und sehen, ob es immer noch in die gleiche Richtung sendet oder also dann könnten wir anhand der Richtung, in der er das jeweils sendet, bestimmen, wohin genau er es sendet. Wenn wir zwei Linien haben, würden wir sehen, wo sie sich kreuzen. Könnt ihr das nicht einfach rausschneiden aus dem Vieh? Da müssen wir es nicht im Ganzen bewegen.
Naja, es wird ja einen Grund geben, warum es immer explodiert. Und ich will nichts verletzen oder kaputt schneiden, was es vielleicht dazu bringt, jetzt noch zu explodieren. Da hat was Teile rausgebissen. Also ich glaube, biologisch gesehen, viel mehr geht nicht mehr. Solange die Technik nicht kaputt machst. Du kannst es gerne versuchen. Ich würde es lieber ziehen. Wir können ja um die. Wir würden es lieber ziehen. Wir können ja um diese Dinger, die da drin sind, noch Fleisch lassen. So. Aber wir müssen ja nicht dieses gesamte Viech mitnehmen. Würde ich das gerne zerschneiden wollen oder eher nicht? Wir hätten kein Problem damit, das zu zerschneiden. Du würdest sagen, die biologischen Teile sind inert, da passiert nichts mehr. Und der Energiekern, den du ausgemacht hast mit deinem Scan, der hat einen regelmäßigen Output. Und du hast das Gefühl, dass da irgendein Feedback oder dergleichen versagt hat, das vermutlich bei allen anderen dazu geführt haben dürfte, dass dieser Energiekern sich plötzlich entladen und zu der Explosion geführt hat. Also wenn wir den Energiekern zusammen mit dem Sendegerät rausschneiden, müsste alles okay sein. Ja, dann wollen wir uns doch mal an die Arbeit machen. Wir machen uns an die Arbeit. Wir schieben unseren Ärmel hoch und dann ist da so ein Gerät eingebaut, so halb in den Arm eingelassen. Und da geht jetzt so eine Klinge raus und ich fange an, mit dieser Klinge zu schneiden. Dann hätte ich von dir gerne eine Probe, die auf Geschwindigkeit geht, was ja auch dein Geschick abbildet. Und der Schwellenwert ist 6. Und wir geben gute Anweisungen, wo geschnitten werden sollte. Weil wir sehen ja. Natürlich geben wir dann das. Dann ist es nur noch eine 3, wenn dir geholfen wird. Dann hast du eine Unterstützung. Ich habe eine 15. Ja, kein Problem. Mit sicheren Händen und Werkzeugen, die an Händen und Armen angebracht sind, wird das Ding zerlegt, aufgebrochen und dann durch eine ganze Reihe von Kabeln und Röhrchen miteinander verbundene Geräte rausgezogen. Und die andere Hälfte von Arin kann dabei feststellen, dass das Ding, was die ganze Zeit die Umgebung scannt, weiterhin aktiv bleibt. Das scheint seine eigene Energieversorgung zu haben und tut das auch weiterhin. Okay, sehr gut. Wo legen wir es jetzt hin? Wir bewegen uns im 90-Grad-Winkel von der Schickrichtung weg. Wir drehen uns. Wir gehen ungefähr 50 Meter. Aber wir gehen genau 50 Meter, wenn es irgendwie möglich ist. Natürlich gehen wir genau. Ja, und ihr merkt, dass das Ganze dabei dann tatsächlich in seiner Senderichtung, wenn ihr das sehr akkurat macht, ein paar Grad abweicht. Okay. Wir holen ein Buch und einen Stift heraus und beginnen zu rechnen. Ich würde sagen, ihr müsst ein paar Meilen zurücklegen, um genau zu sein, 7,5 nach Nordosten, um dorthin zu gelangen, wo der Punkt ist, an den diese Kreatur sendet. Ich schaue mir die Kreatur an und frage, macht ihr auch Kugelfisch? So sauber, wie ihr geschnitten habt? Wir sind uns nicht sicher, ob das ähnlich schmeckt. Vielleicht wird es etwas flüssiger. So, in welche Richtung geht es? Genau in die Richtung 7,5 Meilen. Manchmal sind wir so glücklich, wie schlau wir sind. Joschnik schaut fasziniert zu, was Arin da die ganze Zeit macht und so. Ja. Tabellen runter. Und die gute Schneiden. Genau. Und ich mache das Buch zu, packe es wieder in den Rucksack und setze den Rucksack auf. Und ja, wir setzen uns den Rucksack auf und weiter geht's. Da müsst ihr aber noch ein bisschen üben. Ihr habt euch das auch geübt. Immer seit Jahren. Neben Singular zu sprechen. Ihr könnt euch dann damit auch auseinandersetzen. Schön. Ihr setzt euch in Bewegung. Es geht wie überall in dieser Landschaft runter, wieder hoch, in die Spalten hinunter und wieder hinauf. Aber der Bewuchs wird immer weniger, sodass ihr dann nach einer Weile ausmachen könnt, dass über einer Stelle, wo mehrere von den Rissen zwischen den Schollen zusammenlaufen und es ein größeres Loch gibt, die Luft ein wenig flirrt, als würde dort starke Wärme aufsteigen. Seht ihr das da vorne? Sind wir uns sicher, dass das unser Ziel sein könnte? Das würde passen. Wir glauben, ja, ganz sicher sind wir nicht, aber wir glauben, ja. Ich schaue mich einmal um, ob es etwas Interessanteres in der Nähe zu sehen gibt. Gemüse. Schollen und Gemüse. Ich glaube, wir gehen auf das Flimmern zu. Wir schauen auf den Boden, um zu sehen,
also an einer Stelle, die möglichst nicht ganz trockenen Dritt beinhaltet, ob es hier möglicherweise Spuren gibt von diesen Tieren. Dann schau dich mal um. Wir schauen uns um. Wir schauen uns um. Dann, da der Charakter von Katrin, die ja tatsächlich geübt ist, darin Dinge zu finden, musst du nur eine 12 erreichen. Schön. Das ist eine 16. Sehr gut. Du kannst tatsächlich ausmachen, nachdem du ein bisschen hin und her läufst, an einer Stelle, wo der Boden weicher ist, Abdrücke von den großen Klauenfüßen, die zu diesen Kreaturen gehören und die auch aus der Richtung kommen, wo das Flimmern aufsteigt. Oh, wir hatten definitiv die richtige Idee. Wir haben hier Spuren. Wir sind fantastisch. Oh, natürlich sind wir das. Dann folgen wir doch mal den Spuren. Wollt ihr dafür runtersteigen in die Kanäle zwischen den Schollen oder euch auf der Scholle nähern? Ja, auf der Scholle können wir nicht überrascht werden. Das ist richtig. Dann bewegt ihr euch bis zu dem Rand der Scholle und dort seht ihr, dass dort tatsächlich ein größeres Loch ist. Und aus dem weichen, schottrigen Boden, der mit Staub durchsetzt ist, auch am Grund, ragen mehrere große mechanische Dinge auf, die ein wenig aussehen wie große Brotlaibe aus verschiedenen künstlichen Teilen. Aber aus einem davon wächst ein großes organisches Ding heraus. Ich habe ein weiteres Bild zum Zeigen. Wie eine Blase, in der mehrere große, fast 2 Schritt durchmessende Kugeln existieren. Und während ihr drauf schaut, bewegt sich das Ding in peristaltischen Bewegungen wie ein Magen, wie ein Darm und schiebt eine von diesen Kugeln weiter nach unten, die dort zittert und dann sich als Galertblase mit einem Pfff öffnet und es entrollt sich eines von diesen Tarsa heraus, was da drin herangereift ist und nach ein paar stolpernden Schritten sich orientiert und seine Tentakel ausbreitet, die noch von Schleim bedeckt sind, aus dem es geboren wurde. Ah, das, also, wenn das Ding mal keine Fabrikationsmaschine ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Noch einmal einzeln? Umbrion? Ach. Nein, ich habe gesagt Umbrion. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Da kommen die Viecher halt her. Ich glaube, wir haben beide sowas Ähnliches gesagt. Zeitgleich irgendwie. Wenn das mal keine Fabrikationsmaschine ist, habe ich gesagt. Passt schon. Wir stellen uns vor, unsere intellektuelle Hälfte. Ist das jetzt nur einer von diesen Viechern, das gerade da ausgeschlüpft ist, oder sind das schon mehr, die wir von oben sehen? Du siehst noch ein zweites, wenn du dich kurz umschaust, dass eine von den anderen metallischen Strukturen herumkommt. Und die beiden nähern sich kurz an, berühren die Tentakel untereinander und dann fangen sie an, loszutraben. Und zwar grob unter euch entlang, eine von diesen tiefen Canyons, grob in Richtung des Dorfes hinter euch. Hatten Sie gesagt, ob Sie schon mal gegen zwei gleichzeitig gekämpft haben? Wir haben nicht gefragt. Oh, okay, dann war es nicht unsere Schuld. Es ist selten unsere Schuld. Zumindest gehen die zielstrebig wieder dorthin. Also offensichtlich werden sie genau zu diesem Zweck hier produziert. Das heißt, wenn wir uns von der anderen Seite nähern, dann können wir uns vielleicht ungestört die Maschinen angucken, weil sie ja immer nach Süden laufen. Ich bin jetzt kein Experte. Wie lange brauchen denn die Maschinen? Können wir nicht hier einfach jetzt hier runterkrabbeln? Und das sind auch mehrere, die sowas produzieren, ne? Das sind insgesamt 3 Auswüchse, die aus dem Boden herauskommen. Und ihr seht jetzt, dass der biologische Teil sich von einem davon löst und zum nächsten rüberschwebt, dort andockt und anfängt, dass die Kugeln sich darin bewegen. Aber noch nicht, dass die peristaltische Bewegung einsetzt, die dann was rausquetscht. Sondern das Leuchten von diesem Teil der Maschine wird intensiver und es scheint Information und oder Energie zwischen beiden Teilen ausgetauscht zu werden. Wir würden uns gerne die Maschinen von nahe ansehen. Wir glauben auch, dass es eine gute Idee von uns war, von hinten an die Maschinen zu gehen. Ja. Wir würden beginnen, das ist so eine Art Tal? Oder ist das so ein... Ja, eine Vertiefung, wo 3 Canyons zusammenlaufen. Okay.
Das heißt, wenn man versuchen würde, von hinten dran zu kommen, müssten wir auf jeden Fall doch wieder durch den Canyon latschen. Naja, aber wir könnten ja zumindest zu dem Canyon gehen und da runtergehen, der nicht nach Süden führt. Ja, das ist, da müsst ihr euch einfach nur ein Stück nach links drehen und ein paar Schritte da lang gehen. Dann könnt ihr in den anderen Canyon runtersteigen, das ist korrekt. Dann würden wir das tun, oder? Was sagen wir dazu? Dann würden wir das auf jeden Fall tun. Ja, dann würden wir das tun. Ja. Ja, wir hätten auch ein bisschen Seil dabei, damit das Klettern einfacher wird und Steigeisen. Das ist kein Problem tatsächlich. Ihr könnt dort runtersteigen, ohne dass es zu schweren Unfällen kommt. Also ihr müsst nicht drauf würfeln, es sei denn, ihr wollt unbedingt, aber dann können auch Dinge schiefgehen. Und nein. Dann seid ihr in einem der Seitentäler von der Vertiefung, in dem die Maschine arbeitet und offensichtlich sich darauf vorbereitet, weitere Kreaturen auszuspucken. Sie gibt summende und sirrende Töne von sich und unter euch könnt ihr auch immer wieder im Boden eine Vibration spüren. Wir würden uns zügig der Maschine nähern und dabei versuchen, noch ein bisschen weiter Richtung Norden zu kommen, um mehr nördlich anzukommen. Mhm, kein Problem. Die Maschine beschäftigt sich weiter mit was auch immer sie da tut. Entschuldigung, Florian? Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ich würde beim auf dem Weg nach Norden schauen, wenn die Apparaturen hier alle in den Boden eingelassen sind, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, in den Untergrund der Maschinen zu kommen. Weil wenn der ganze Boden vibriert, wenn die arbeiten, laufen wir ja wahrscheinlich auf dieser Maschine herum. Oder zumindest, es steckt auf jeden Fall ein Teil von den Maschinenteilen im Boden oder sie sind unterirdisch verbunden und von dort gehen die Vibrationen aus. Du siehst aber keine offensichtlichen Öffnungen oder Schächte oder Höhleneingänge. Die Maschine beschäftigt sich weiter mit dem, was sie da tut und ihr seht, dass langsam wieder so eine Schieb- und Drückbewegung einsetzt, aber erstmal nur relativ sanft und eine von den murmelartigen, aber fast 2 Schritt durchmessenden Kugeln in ihrem Inneren tiefer sinkt in dem großen biologischen Sack. Joschnik? Hm? Komm, wir gehen 2 Schritte vor. Können die Dinger auch einfach kaputt machen? Dann hören die auf, die Viecher zu produzieren und die Leute im Dorf haben wieder ihre Ruhe. Wir glauben nicht, dass Kaputtmachen eine gute Lösung gerade ist. Ja, und wenn du bezahlt werden willst, wäre auch schlecht, wenn wir die Bezahlung kaputt schlagen. Na gut. Sobald Joschnik eine angemessenen Stück weg ist, beschäftige ich mich näher mit der Maschine und versuche Kontakt zu ihr aufzunehmen. Beschäftigen wir uns näher mit der Maschine und versuchen Kontakt zu ihr aufzunehmen. Wie möchtest du das machen? Das ist doch absolut einfach. Wir legen unsere beiden Hände, 2 von unseren 4 Händen, an die Maschine, neigen unseren Kopf und stampfen rhythmisch auf den Boden, indem wir versuchen, den Rhythmus der Maschine nachzuahmen und notfalls summen wir ein bisschen wie die Maschine. Die Maschine stampft und summt und die Bewegungen des großen biologischen Sacks werden intensiver, aber du bist dir nicht sicher, ob das mit deinen musikalischen und tänzerischen Bemühungen in Zusammenhang steht. Dann scanne ich die Maschine mal, um herauszufinden, wie ich Kontakt zu ihr aufnehmen kann. Mhm. Während ich stampfe und summe. 18. Sehr schön. Du konzentrierst dich und sendest deine übernatürlichen Sinne aus. Und normalerweise ist das, was du dann untersuchst mit diesen Sinnen, passiv und du durchleuchtest das schlicht und einfach. Aber als du das in diesem Moment versuchst, hast du das Gefühl, du richtest dein inneres Auge auf das Ding und auf einmal schaut jemand zurück und begegnet deinem Blick. Und auf einmal spürst du eine große Neugierde und auch nicht feindselig. Der andere Blick untersucht dich und dann bekommst du langsam einen fragenden Eindruck. Und dann eine Bestätigung, dass du Mensch bist und das ist gut. Wir begrüßen, was uns immer da ansieht, freundlich. Und wir bitten es, etwas anderes herzustellen. Die Maschine für alle anderen hat angefangen, in anderen Rhythmen zu blinken mit ihren leuchtenden Teilen und stößt ein helleres Summen aus und die
Die Bemühungen des biologischen Teils haben kurz innegehalten. Die Maschine sendet dir eine starke, aber freundliche Verneinung. Mhm. Und dann das Gefühl einer Notwendigkeit, dass etwas getan werden muss, um etwas Schlimmeres abzuwenden. Ich sende eine Frage zurück, und zwar, was abgewendet werden muss und wie wir die Maschinen unterstützen können. Du bekommst ein Bild übertragen von einem gesunden Organismus, in den dann etwas eindringt und sich in ihn hineinfrisst. Und dieser Organismus lebt zwar weiter, aber was ihn steuert, ist nicht mehr sein Zentralnervensystem, sondern etwas anderes. Sieht. Mhm. Gibt es irgendwas, mit dem ich diesen Organismus gleichsetze? Also Du kriegst nur die klare Vorstellung davon, dies ist, wie es sein sollte, und dann kommt etwas und stiehlt ihm seine Eigenständigkeit. Okay. Und dann den starken Willen, das zu verhindern, wofür speziell etwas losgeschickt wird. Ich unterbreche erstmal den Kontakt in der Hoffnung, den wieder aufnehmen zu können, und schaue erstmal uns an und schlendere dann zu Jim und Josnik herüber. Also ich habe in der Zeit an den Metallteilen herumgeklopft, um zu hören, ob es irgendwo Hohlräume, lose Stellen. Ja. Also Hohlräume machst du aus, aber lose Stellen nicht. Du kannst da dran rumbasteln, aber das Ding ist ziemlich gut gepanzert. Wir glauben, dass die Maschine gutartig ist. Sie versucht etwas zu produzieren, um zu verhindern, dass etwas krank wird, würde ich sagen. Oder dass eine Art Parasit die Maschine oder die Gegend oder etwas anderes übernimmt. Zumindest glaubt sie das. Und woher kriegt sie ihre Befehle? Wahrnehmungen? Naja, die Wahrnehmungen sind diese Viecher halt. Das ist so wie wenn man Späher rausschickt, um weiter nach Nahrung zu suchen. Sie stehen doch irgendwie im Kontakt mit ihr, oder nicht? Sie senden etwas. Ja, aber warum ist die Siedlung dann ihr Ziel? Naja, vielleicht nicht direkt die Siedlung. Vielleicht. Ich weiß nicht. Wurden noch andere außer Radern angegriffen? Also direkt angegriffen? Haben sie was gesagt? Haben wir gesagt, dass auch einige nicht gestorben sind. Wir nehmen nochmal Kontakt zur Maschine auf ähnliche Weise wie vorher und sehen zu, dass wir entfernt von Josnik sind und würden die Fragen, die uns gestellt wurden, versuchen zu ergründen. Also, wer hat den Befehl dazu gegeben? Die Antwort darauf ist direkt und sie ist sehr, sehr vertraut, nämlich ein großes Ganzes, von dem man nur ein Teil ist. Ah, okay. Und der Eindruck, den du davon bekommst, ist, dass dieser Teil sehr jung ist und hervorgebracht wurde, um genau dieser Bedrohung entgegenzutreten. Aha. Ich übermittle die Informationen an die anderen zwei, weil wir wissen ja schon Bescheid. Natürlich. Hey, heb mich mal hoch, ich will da reingucken. Okay. Ich mach dir so eine Räuberleiter und heb dich an der Seite so hoch. An dem, wo nicht gerade das Hirn dran hängt, würde ich dann mal vorne in diese Luke reingucken. Und nicht reinfallen. Und du siehst da eine ganze Reihe von verschiedenen Bauteilen, die in unterschiedlichen Farben leuchten und sich nach der unerklärlichen Mustern hin und her bewegen. Aber meine Einschätzung als semi-professioneller Schatzräuber würde sich da schon lohnen, hier jetzt einzusteigen. Also es würde sich vor allen Dingen lohnen, dieses Ding zu zerlegen. Die Materialien, aus denen es ist und was da an Technologie arbeitet. Ja. Also halt mich mal an den Füßen fest, ich versuche an was ranzukommen. Stell mich so hoch und halte dich so an den Knöcheln so. Du versuchst nach etwas zu greifen und es rauszuziehen. Ja. In dem Moment, wo du es packst und dran ziehst, mach doch mal einen Intellektwurf, um zu merken, dass das doof ist. Nein. Ich meine, gegen 15. Ich hatte meine hohen Würfe jetzt schon. Oh nein. Ich gebe 2 Punkte aus, dann habe ich es geschafft. Wie meinst du das mit 2 Punkte ausgeben, dann hast du es geschafft?
Musst du aber vorher machen, ich habe ja Age of Intelligence, dann passt. Dann habe ich genau 6. Ich habe 15 gewürfelt und habe einen Edge drauf. Nein, Edge senkt nur die Kosten. Ach so. Was hast du gewürfelt? Was ist das Ergebnis? Eine 15 gewürfelt. Dann hast du es genau geschafft. Du spürst kurz einen starken Kopfschmerz aufkommen, der dann aber tatsächlich wieder nachlässt. Und Arin, die mit der Maschine verbunden sind, spüren einen plötzlichen Alarm und eine Abwehrreaktion, die sich gegen Jim richtet, der gerade bis zur Hüfte in der Maschine verschwunden ist und da versucht, was rauszuklauen. Und es tatsächlich auch schafft, etwas losreißt und es raushebt. Wie? Mit einem lauten Platschen und einem weichen Geräusch landet ein weiteres Tarsa ein paar von Schritte weiter neben einem anderen Maschinenteil. Das richtet sich auf und dreht sich in Richtung Jim. Wir entschuldigen uns und wir versprechen, das wiederzugeben. Und lassen dann einmal los. Jim, pack es zurück, schnell! Was immer du gemacht hast! Weil das ist was wert! Das Tarsa macht ein paar unsichere Schritte, dann richtet es sich auf und hebt diese beiden langen Fangarme mit den Spitzen dran und sein Maul öffnet sich wie eine Hand. Wir sind uns nicht sicher, ob die Shin dir was bringen, wenn du nicht mehr lebst. Wir sind uns dagegen sehr sicher, dass sehr viele von diesen Dingern kommen werden und böse Dinge mit dir machen, wenn du es nicht zurücktust. Und anscheinend werden sie sich finden und jagen, egal wo du bist. Was habe ich dich eigentlich als Leibwächter? Würfel erneut einen Intellekt-Ausweichend-Wurf gegen 15. Die Maschine beginnt intensiv zu leuchten. 20. Und wieder kämpfst du den aufkommenden Kopfschmerz nieder. Ach Gott, nur Gutmenschen unterwegs. Und dann werfe ich das Ding wie ein Basketball wieder oben in die Maschine. Das Tarsa schüttelt sich. Schnaubt noch einmal in deine Richtung mit seinem sich aufblähenden Kopf, dreht sich dann um und trampelt in Richtung des Dorfes davon. Kann ich dich jetzt wieder da rausziehen? Ich dachte, wir ständen schon wieder davor. Wir sind uns nicht sicher, warum wir jetzt hier stehen können, aber das Dorf offenbar nicht stehen soll. Wir sind uns noch nicht mal sicher, ob das Dorf wirklich im Weg herumsteht. Oder ob es um etwas anderes geht. Kannst du dieses Ding fragen, ob es um das ganze Dorf geht oder nur einzelne Leute? Ich glaube... Die Antwort ist sehr klar. Es sind einzelne Punkte der Infektion. Also im Dorf sind einzelne Punkte der Infektion. Es scheint so zu sein, dass einige der Leute im Dorf von etwas infiziert sind. Von einem Parasiten, würde ich sagen. Und die Maschine schickt diese Dinger aus, um die Infektion zu beseitigen. Ein Gemüseparasit? Du sagst es doch, die wären normal. Naja, sie wären nicht anders als die anderen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir alles gesehen haben. Vielleicht sind nicht die Individuen infiziert, sondern das Dorf ist mit den Individuen infiziert. Es gibt keine Individuen in dem Dorf. Ein gutes Stück aus der Ferne hört ihr einen lauten Schrei, der schrill ansteigt und dann plötzlich abbricht. Im Norden oder Süden? Süden. Ah, der Jäger. Ups. Ich nehme Kontakt zur Maschine auf. Wir nehmen Kontakt zur Maschine auf. Es tut mir leid. Und die Maschine gibt nur eine Dienstbeflissenheit und ich mache weiter mit dem, was ich tue, von sich. Und der große biologische Sack schwebt zum nächsten Teil. Ja, ich versuche, über die Maschine wahrzunehmen oder schaue, ob die Maschine Kontakt hat zu den einzelnen Tarsa. Ja, sie bekommt von ihnen permanent Informationen und sie zeigt ihr auch, dass die Tarsa einen speziellen Sinn haben, um die Infektion zu finden. Und dass mehrere davon jetzt tatsächlich auch schon beim Dorf angekommen sind und sich auf die Suche nach den Infizierten machen.
Und dann wirft sie dich aus ihrem Bewusstsein. Mit einem letzten, ich kümmere mich um das, warum ich mich kümmern muss. Könnte diesem Ding helfen, wenn du sagst, dass das gut ist und dass es danach für die Leute besser ist. Wissen wir denn überhaupt, von was für einer Infektion hier geredet wird? Das wissen wir nicht. Aber du hast schon ein Gefühl der Dringlichkeit, was zuletzt noch mitgeklungen ist. Vor allen Dingen, weil mehrere Tarsa, die sie zurückgehalten hat, jetzt tatsächlich am Dorf sind. Und wir nur noch 20 Minuten haben. Ja. Wir könnten die Maschine wahrscheinlich irgendwie zerstören. Das würde heißen, dass was immer die Dörfler besetzt hat, sich vielleicht ausbreitet und sie alle schädigt. Oder wir könnten die Maschine machen lassen. Das würde heißen, das Dorf würde als Ganzes überleben und einige würden sterben. Wir könnten versuchen, die Infektion auf eine andere Art zu beseitigen und so diejenigen zu retten, die von der Maschine markiert sind. Würde ich die Menschen wiedererkennen, die Leute wiedererkennen? Würden wir die Menschen wiedererkennen? Du bist dir ziemlich sicher, dass du zumindest ein paar davon identifizieren könntest, vielleicht nicht alle. Okay. Kann dir helfen. Wir würden zum Dorf zurückgehen. Würden wir das? Würden versuchen, die Leute herauszufinden, die tatsächlich infiziert sind, und würden versuchen, sie anders zu heilen. Wenn uns das nicht gelingt, würden wir die Maschine nicht aufhalten. Sind wir uns sicher, dass wir tatsächlich Heiler sind? Wir sind uns dessen überhaupt nicht sicher. Wir können auch einfach gehen, den nächsten Auftrag zu uns suchen. Wenn die Maschine doch so sicher ist, dass sie alles richtig macht. Nun, aber wenn du in einer Herde Tiere hast, die infiziert sind und die dadurch alle anderen gefährden, dann, naja, also bei uns kümmern wir uns dann darum. Und das scheint sie auch zu machen. Was ich so über Maschinen weiß, gibt es irgendwo eine Kontrolleinheit? Könnten wir die verlangsamen, ausschalten oder sie dazu zu bringen, die Infizierten nicht zu töten, sondern herzubringen? Da das Ding noch mit einem größeren Netzwerk in Verbindung steht, wie du ja mitbekommen hast, würde wahrscheinlich es nichts bringen, das hier an dieser Stelle umzustellen. Ihr müsstet entweder diesen Part zerstören oder in anderer Art und Weise einzugreifen. Aber rumstehen und reden wird an der Situation erstmal nichts ändern. Also, nun, wir sollten uns beraten und dann möglichst schnell handeln. Weil wenn, müssen wir schnell handeln. Also wenn ihr euch noch beratet, ist es vorbei, ist es zu spät, würdest du sagen. Zerstören oder nicht? Stimmt, den Rucksack auf den Rücken, ihr habt euch doch schon entschieden. Und dann nimmt er den Weg Richtung Süden durch den Canyon. Gut. Dann laufen wir. Jim setzt sich in Bewegung. Dann laufen wir. Richtung Süden war das Dorf? Ja. Mhm. Ihr wollt nicht helfen? Ihr wollt der Maschine nicht helfen? Schon, nur anders, als sie vielleicht denkt. Und wir laufen. Okay. Es hätte sie overchargen können. Tatsächlich nichts Beunruhigendes oder Schwieriges auf dem Weg zurück zum Dorf. Aber als ihr dort ankommt, seht ihr mehrere Stellen, wo von den Tarsa welche explodiert sind. Und ihr hört von drinnen Schreie und Rufe. Und es ist durch eine von den Explosionen auch praktischerweise eine Öffnung im Norden in die Gemüsemauer eingerissen worden. Oh, ein Loch in der Sablatbau und ich ziehe den Bogen vom Rücken. Wir gehen hinein. Wir laufen hinein und wir versuchen, die Infizierten von den Nicht-Infizierten zu trennen, damit zumindest keiner stirbt, der nicht sterben soll. Also als du reinrennst, machst du zumindest eine Person aus, die schreien, vor allem der Tarsa davonläuft, dass auch alle anderen ignoriert und mit seinen Tentakeln weiterhin nach ihm greift, während der Rest versucht, aus der Entfernung ihm irgendwie Schaden zuzufügen, indem sie alles Mögliche werfen. Und es ist auch eine Person, die mit einer Schleuder etwas auf das Tarsa schleudert. Und ein lautes Knacken, als das gegen den großen, aufgeblähten Schädel trifft. Das Tarsa wirft den Kopf hin und her, schlägt mit seinen Tentakeln in alle Richtungen und fängt dann langsam an, sich aufzublähen.
Weg von dem Ding! Sofort weg davon! Die Leute hören auf dich und springen zur Seite und es explodiert mit einem letzten großen Knall. Alle. Die Person, die davon weggelaufen ist, lehnt sich auch an eins von diesen zusammengestellten Dingen aus Tischen und Stühlen. Ich werde mich ziemlich zügig auf diese Person bewegen und sie dann in Richtung A treiben. Was? Was? Hey! Hey! Was soll das? Wir müssen etwas testen. A, finde raus, was es genau ist, was sie sucht, die Maschine. Ja, ich gucke Joschnik an. Ich schiebe Joschnik ein Stück zurück. Halt uns mal den Rücken frei. Die Person und öffnet den Mund und blitzschnell zischt daraus etwas hervor in Richtung Arin. Und Arin, weich doch mal bitte aus. Das ist eine Geschwindigkeitsaufgabe. Kann ich jetzt schon Punkte ausgeben, um das zu verbessern? Das kannst du natürlich machen. Es wäre normalerweise gegen 12, aber du kannst 3 Punkte Geschwindigkeit ausgeben, um nur gegen 9 zu würfeln. Ich gebe 3 Punkte Geschwindigkeit aus. Und sie öffnet den. Würfel eine 9! Was hast du gewürfelt? Das hat sich sowas von gelohnt. Es war genau eine 9. Das heißt, du duckst dich knapp drunter hinweg. Aus dem Mund von der Person ist etwas herausgeschnellt, was im ersten Moment, du dachtest, es eine Zunge ist, aber es ist vor allen Dingen ein langer, dünner Strang, an dessen Ende eine größere, klebrige Spitze ist, von der etwas heruntertrieft und die sich dann mit einem Schneisen wieder im Mund zurückzieht. Die Person schaut dich irritiert und auch wütend an und dann den Rest. Das da! Das da! Und mehrere Leute werfen sich alle auf diese Person drauf und fangen sie an, zu Boden zu drücken. Der Mund öffnet sich noch einmal und die Zunge oder das Ding schnellt heraus und trifft eine von den anderen Personen, die mit einem Aufschrei zurückstolpert. Aber dann ist dieser Mensch zu Boden gerungen worden. Wir brauchen die Zunge, ich muss sie mir ansehen. Jemand hat sie festgehalten und hält sie dir entgegen. Okay, ich gucke Joschnik an. Zwischen den Fingern. Sollen wir sie abtrennen? Ich gucke Joschnik an und wedel mit der Hand. Also wählst du mich her oder weg? Weg, weg, okay. Ja. Pass auf, ich sorge dafür, dass auch keiner uns zerstört oder so. Also ich ziehe diese Klinge und sie fängt so an, so elektrisch zu knistern und wir kümmern uns darum. Und halt ich würde gerne die Zunge scannen mit dem Ziel, bei anderen Menschen erkennen zu können, ob sie etwas Ähnliches in sich tragen. Mhm. Dann mach mal ein Scan. 6. Du kannst noch eine weitere Person ausmachen, die am Rand der Gruppe steht und das Ganze aufmerksam beobachtet. Sehe ich hier irgendwo einen Anführer? Sehen wir hier irgendwo einen Anführer? Du siehst die Älteste, die ein ganzes Stück entfernt mit mehreren jüngeren Verwandten steht. Okay. Ich mache mir, also Arin, klar, dass die Person beobachtet werden muss und Jim auch und renne zu der Ältesten. Mhm. Die guckt dich etwas entsetzt an. Mhm. Folgendes. Es gibt diese Muttermaschine. Die Muttermaschine versucht, das Dorf zu schützen. Sie sendet diese Tiere aus, um Leute zu töten, die von einem Parasiten besetzt sind. 2 dieser Leute sind hier. Ein paar andere dieser Leute kenne ich. Wir müssen diese Leute irgendwie von den anderen Leuten trennen, um zu sehen, was sie haben und sie hoffentlich irgendwie heilen zu können. Ansonsten wird die Maschine sie töten. Gut, wir sorgen dafür, dass niemand das Dorf verlässt und ihr kümmert euch um die eine Person, die hier ist und dann kriegen wir das Ganze geregelt. Und sie fängt an, Befehle zu verteilen. Okay. Und dann schaut sie dich wieder an. Was habe ich gesagt? Kümmert euch darum. Ich drehe mich wieder um. Jim steht schon mittlerweile hinter dieser Person. Mhm. Okay. Die windet sich immer noch ein paar Mal am Boden. Wir nicken Jim zu. Und dann packe ich den anderen, den er identifiziert hat, am Genick. Okay. Der erstarrt und dann versucht er kurz, sich loszureißen. Einfach mal ein Stärkewurf gegen 9. 12. Du kannst sie aber weiterhin packen und auch mit einer Hand den Kiefer festdrücken, als sie versucht, auch das, was auch immer in ihrem Hals ist, hervorschnellen zu lassen. Und mehrere Leute aus der Familie von der Ältesten kommen dir dann auch zur Hilfe und drücken diese Person ebenfalls zu Boden. Okay. Ich nehme an, Arin würden gerne dann auch diese eine Person bzw. die Zunge, die abgeschnitten wurde, zu scannen oder was damit zu machen?
Also, wir würden erstmal versuchen, mit der Person zu reden, um herauszufinden, mit ihr und der anderen Person reden, um die herauszufinden... Die Person, deren Zunge oder was auch immer aus der Zunge rauswächst, aus ihrem Mund rausgezogen wurde und dran rumgesäbelt wird? Mit der willst du reden? Das könnte sich schwierig gestalten. Das ist richtig. Nimm lieber den hier. Ja, wir nehmen den anderen. Ich halte die eine Hand so am Kiefer, wenn er mehr außer Sprechen macht, drücke ich ihn zu. Ich stehe auch mal unterstützend mit der Waffe daneben. Ja. Keinen Mucks, außer das, was er sagt. Die Person schaut dich an mit einem kalten Gesichtsausdruck und sagt dann sehr vorsichtig, sich der Tatsache bewusst, dass ihr Leben in Gefahr ist. Danke für den Hinweis. Uns war nicht klar, dass die Kreaturen gezielt uns jagen. Super. Sie reden auch im Kollektiv. Das tun sie. Wer seid ihr? Wisst ihr voneinander, wer ihr seid? Wir sind Zinomar. Können wir euch irgendwie helfen? Gebt uns mehr menschliche Körper. Das wollen wir nicht. Das ist schade. Frag ihn, wie sie sich verbreiten. Ich kann dich verstehen. Wir pflanzen unsere gesegnete Saat in menschliche Körper. Dort geht sie auf. Möchtest du einer von uns werden? Tritt ihn in die Kniekehle, dass er in die Knie geht. Der rutscht auch zu Boden. Die Älteste kommt auf einen Stock gestützt neben euch. Ich glaube, die Leute wollen lieber bleiben, was sie sind. Ich glaube auch. Ich habe gehört, dass die Älteste Kopf absagt. Ich bin ja noch bei dem, der am Boden liegt. Ja, dann mache ich da mal den Kopf ab. Bei einer am Boden liegenden Person ist das überhaupt kein Problem. Und was du auch siehst, ist tatsächlich, es ist nicht das erste Mal, dass du eine Person köpfst. Nein. Oder anderweitig zerlegst. Und du siehst das dann aus dem Rückgrat, wo du sauber zwischen zwei von den Wirbeln durchgeschlagen hast, nicht das normale Rückenmark herausragt, sondern eine violett-pinke Masse, die in feinen Fäden sich ausstreckt und noch um sich tastet, bevor sie dann langsam erlahmt. Wir erkennen diese Wesen an den Zungen. Ist das richtig? Die Zungen waren jetzt bei beiden ziemlich markant anders als bei anderen Menschen. Wenn du nachguckst, das ist tatsächlich etwas, was unter den Zungen herausschnellt, wenn sie gehoben werden. Aber man kann das bei den Leuten erkennen, wenn man sagt, mach den Mund auf und die Zunge hoch. Oder? Dann willst du ihnen in den Rachen gucken. So haben wir die Möglichkeit, das bei allen herauszufinden. Das ganze Dorf zusammengetrieben worden von der Ältesten, sodass man sie auch wirklich in einer Reihe aufstellen könnte, um das durchzuführen. Älteste, wir müssen alle untersuchen, was unter ihren Zungen ist. Und das sehr vorsichtig. Ja, zum Glück nur unter den Zungen. Gut, macht Junge. Und in dem Moment, wo sie das sagt, fangen mehrere an, davon zu rennen und zu sprinten. Hervorragend! Ich trete den vor mir um. Mhm. Dass der sie erstmal nichts tun kann und schieße dann mit dem Bogen in den nächstbesten, der weglaufen möchte. Ich habe das Gefühl, das läuft auf ein ziemlich schnelles Gemetzel von diesen Personen hinaus. Das wir auch nicht genauer beschreiben und ausspielen müssen. Und was auch durchaus zu Entsetzen führt unter dem Rest der Bevölkerung, die teilweise sagen, aber das ist mein Mann oder das ist mein Sohn. Und von anderen zurückgehalten werden, während rings um euch großes Geschrei angeht. Es sind insgesamt 9. Die ihr identifizieren könnt und ausschalten, die allesamt den Auswuchs unter der Zunge haben und deren Rückgrat und auch es wächst weiter hoch ins Gehirn, sich gänzlich verändert hat. Ja, dann entfernen wir doch mal ein paar Köpfe. Radan Chep ist unter den 9? Ja. Okay. War unter den 9. War unter den 9. War. Könntest du dich darum kümmern, zu kontrollieren, dass wir uns sowas nicht eingefangen haben? Dass das denn im Gemüse war? Oder in diesen Teigtaschen? Im Wasser. Du kannst mal deine Zunge hochheben, sage ich, und sagen wir und kommen näher dran. Aha.
Das sieht gut aus. Und doch, das auch. Auf jeden Fall nicht parasitäres Essen. Erzkeks. Wir tasten auch mal unter unsere Zunge. Alles normal? Alles normal, ja. Ah, okay. Okay. Links um euch stehen die Dorfbewohner in einer Mischung aus Entsetzen und Unverstehen und teilweise, wie im Fall von der Ältesten, auch ruhiger Entschlossenheit. Und ihr habt eine Reihe von Leichen halb seziert dort rundliegen. Sie waren nicht mehr die, die sie mal waren. Das war nicht euer Mann. Jetzt nicht mehr. Ich haben sie übernommen. Er hat sich die letzten Wochen auch... Er war so kalt mir gegenüber. Mhm. Das heißt, er ist seit Wochen schon tot und ich habe es nicht gemerkt. Ja, das konnte sie dreht sich um und würgt. Ja. Wir würden gemeinsam mit der Ältesten die Dörfler versammeln, in Ruhe erzählen, was wir herausgefunden haben und was hier gerade passiert ist und natürlich auch von der Muttermaschine erzählen. Und wenn es irgendwie geht, uns die Erlaubnis holen, die Muttermaschine näher untersuchen zu dürfen. Selbstverständlich, die Erlaubnis habt ihr sowas von. Okay, perfekt. Und als ihr zurückkehrt an den Ort der Muttermaschine, ist sie verschwunden und hat nur ein paar Spuren hinterlassen, wo sie sich wieder in den Boden zurückgezogen hat. Ja, so viel dazu. Ja, reich werden wir hier nicht. Es wäre gewesen zu wissen, wo diese Viecher herkamen. Und an dieser Stelle würde ich das Ganze gerne, das Abenteuer gerne beenden. Daraus zu finden, wo die Zirumer herkamen, wäre zum Beispiel dann ein Anschlussabenteuer. Mhm. Also, der Test, mit dem kann man das leiten, ohne es vorher gelesen zu haben, ist gelungen, weil ich habe ständig gemerkt, dass ich es anders gemacht habe, als hier dann in den ausführlichen Teilen steht. Die Idee ist, dass man eine Zusammenfassung hat und eine bestimmte Art von Schritten und Schlüssel, Informationen und Artefakten, die verteilt sind. Und erst wenn man dann sich die Zeit nimmt und genauer nachliest, gibt es dann, und die Älteste sieht so und so aus. Und das Ding liegt in die und die Richtung. Und das ist alles anders, als ich es geschildert habe. Und es gibt auch keine Beschreibung der Umgebung. Das heißt, wie ist die Beschreibung? Wie ist die Umgebung? Wie sieht die Landschaft aus? Wo genau sind alle Dinge? Wie sind die Leute tatsächlich drauf und wie sehen sie aus? Was ist das für ein Ort? Warum essen die da Gemüse? Das sind alles Dinge, die spontan dazu gekommen sind und nur die Grundstruktur mit. Es gibt diese Viecher, die werden von der Maschine hergestellt, um Parasiten auszulöschen, die sich dort in den Menschen festgesetzt haben. Nur das ist tatsächlich das, was ich jetzt verwendet habe. Nicht zwingend absichtlich, aber so ist es gelaufen. Also das geht ja. Vielen Dank an meine viel diskutierende Runde von Spielern. Moment, jetzt haben wir zum Schluss eine schnelle Lösung gehabt und dann war es dir zu blutrünstig. Es ist immer das Gleiche. Ja. Plan C ist Gewalt, wir wie immer. Wir hatten eher eine verquatschte Mitte. Aber ja. Das ist aber auch ganz allein deine Schuld, weil du die Umgebung so schön beschrieben hast und man das deswegen auch genug Futter hat, um sie zu verquatschen. Es ist natürlich das die Schwierigkeit und das Problem der Spielleitung, das sehe ich absolut ein, aber es ist natürlich auch immer ein Geben und Nehmen unter allen Beteiligten und dass man versucht, den anderen nicht so viel Sprechzeit wegzunehmen und dass man miteinander spielt und nicht gegeneinander. Ja. Ich fand das ganz schön, auch wie gesagt, das angeblich verquatschen war ja Charakterspiel teilweise, beziehungsweise Diskussionen, was man tut und so. Gehört und das fand ja auch ich dazu. Sehr gut. Ich meine, genau. Wir haben jetzt 2 Minuten noch übrig von unserem Slot. Was machen wir denn mit diesen 2 Minuten am besten? Mit den 2 Minuten? Wir könnten Jim und Josnik überreden, ein Bier zu werden. Ich finde, das wäre ein schöner Abschluss. An der Hochzeit. Da setze ich mir lieber, glaube ich, so ein Tentakelfisch auf den Kopf oder so. Für die Erfahrung gehabt. Schmeiß mich in die Maschine. Der Josnik hatte noch bei der Maschine die Idee, als es dann so hieß, von wegen, ja, die ist eigentlich gut und die hilft da. Ich hatte noch einen Cypher, wo du quasi eine Maschine quasi upgraden kannst, verbessern kannst. Mhm. Nach dem Motto, das Ding draufklatschen und dann kommt so ein Riesenviech raus. Und so. Ja, der Dauerproduktion, 50 Stück auf einmal. Genau. Ja, halt irgendwelche Insektenviecher, die das Ganze dann in Sekunden erledigen und viel schneller an die Leute rankommen. Oder genau. Und vielleicht auch ohne so kleine Flügelchen oben an den Dinosauriern. An den Echsenkörper. Das muss ich auch sagen, das fand ich wirklich sehr schön, dass ihr eure Cypher und alles eingesetzt habt und auch weg damit, hau die raus, nutze sie, verwende sie, mach wie du lustig bist zu jeder Zeit. Das war sehr schön.
Ich hätte leider noch keine Gelegenheit gehabt dazu. Außer wie gesagt, der Schrank ist bei dir gespielt und da hatte ich gar nicht benutzt. Das war der Oddity. Genau, was hattet ihr für Oddities? Das würde mich noch interessieren. Oh, ich habe einen Niesstab. Kann ich damit niesen und dann kannst du mindestens 2x pro Minute niesen. Ist doch super. Hammer. Ich habe eine Muschel aus Hartglas, in der hin und wieder eine Krabbe zu sehen ist. Ja, okay. Eine Ledermaske, wenn man sie aufsetzt, hört man sinnlose Stimmen. Also sowas wie eine Vortragsroutine im Prinzip. Hattest du die ganze Zeit auf? Ich hatte sie die ganze Zeit auf, das ist eine gute Erklärung. Und eigentlich hat Aaron überhaupt nicht mit der Maschine kommuniziert, sondern Jim hat ihm nur von hinten heimlich diese Maske übergestülpt. Und das war alles Einbildung. Und ihr habt harmlose, unschuldige Menschen umgebracht aufgrund der wahnsinnigen Eingebungen. Ja. Nein, alles gut. Sehr schön. Also ich hatte wieder Spaß und ich finde, Numenera, ich habe es jetzt ewig nicht mehr geleitet. Numenera hat mir wieder gezeigt, dass es für die Spielleitung unglaublich entspannt ist. Ich muss quasi nicht würfeln, außer ich bestimme, welche Cypher ihr findet. Und die Weird Discoveries, die 10 Kurzabenteuer hier drin, die sind tatsächlich wirklich auf diese Art und Weise quasi ohne Vorbereitung, beziehungsweise nur mit 5 Minuten Vorbereitung nutzbar. Wenn man sich einmal durchgelesen hat am Anfang, wie sie funktionieren. Das heißt, man muss insgesamt eine halbe Stunde investieren und danach kann man das Buch instant benutzen. Das finde ich auch bei Numenera sehr schön, dass du zum Beispiel die Monster auf Karten hast, wo vorne kein Name drauf ist zum Beispiel. Dass man die schön zeigen kann, dass man die ganzen Cypher auf Karten hat und solche Sachen. Ich liebe einfach diese Charakterböden. Das ist auch natürlich auch geil. Ja. Ne? Ich habe jetzt wieder Lust, mit Numenera halt so zu machen. Ja, ich auch. Vor allem, weil du so wunderbar weird sein kannst in allen Bereichen. Es ist vollkommen ausgeflippt und es macht total kannst viel halt Spaß. Du kannst alles machen. Du kannst Time-Travel-Shit machen, die absurdesten Kreaturen, egal was. Du hast halt keine Grenzen. Und gleichzeitig ist man irgendwie in diesem vertrauten Fantasy-Feeling drin. Das ist eine interessante Mischung. Ja. Das stimmt. Auch, auch dass man Nanos als Mystiker oder Mechaniker spielen kann, finde ich total witzig. Oh, und ihr bekommt alle 2 Erfahrungspunkte. Yay! Erfahrungspunkte sind sehr viel wert in Numenera. Insofern mit diesen 2 Erfahrungspunkten kann man schon tatsächlich ein bisschen was machen. Also es wäre ein Kurzabenteuer ganz okay.